Hallo zusammen, herzlich willkommen im Podcast Im Fokus. Und nein, ihr habt euch nicht im Kanal getäuscht, sondern heute zu Gast bei uns Stefan Wiesner. Viel Spaß mit dieser Folge. In den letzten ein, zwei Jahren hast du natürlich nochmal unglaublichen Sprung gemacht. Ich habe schon lange fotografiert und irgendwann gesagt, ich will das jetzt mal richtig lernen. Ich mache das jetzt zu meinem Projekt. Fotografieren gehst, ist es für dich mehr Business oder ist es mehr Hobby? Ich mache ja eigentlich fast nur Bildbearbeitung. Du machst mehr Fotografie. Warum eigentlich? Dieser Podcast wird unterstützt von Cozy Speed und von Nisi Filters. Erhalte jetzt bis zu 10% Rabatt mit dem Code FOCUS-RABATT. So, wir sind beim Fotografieren jetzt gerade und mich würde mal so ein bisschen interessieren, wie du vorgehst, wenn du zu einer Location kommst, die du selber noch gar nicht kennst, also komplett neu für dich ist. Wie findest du deine Komposition am Ende? Wie gehst du da vor? Ich nehme tatsächlich das iPhone raus erstmal und gucke halt so ein bisschen, bewege mich ein bisschen, gucke ein bisschen, weil ich weiß, ich habe jetzt das iPhone Pro, das heißt, ich habe zwei Linsen, je nachdem halt Weitwinkel oder 55 mm, so dass ich so ein bisschen eine Idee habe, wo will ich hin, gerade auch hoch, tief. Jetzt haben wir hier die Kiefer. Und die Frage ist ja, wie will ich die ins Bild nehmen? Will ich die vor dem Himmel haben? Will ich die vor dem See haben? Will ich diese Mauer mit drin haben? Will ich sie nicht drin haben? Wo sind führende Linien? Wo sind Kurven? Solche Sachen gucke ich hin. Ich kann das besser visualisieren, wenn ich das Handy in die Hand nehme. Wenn das nicht geht aus irgendwelchen Gründen, dann mache ich zumindest so, dass ich tatsächlich die Hände vors Gesicht halte, dass ich ein bisschen Screen habe. Ja. Und dann mache ich ein paar Testbilder aus der Hand und überlege so ein bisschen, ich glaube, das gefällt mir gut. Gerade auch, wenn man sich bewegt und das auf dem Handy nachher die Bilder habe, dann kann ich so durchswipen und sagen, nee, Moment, das eben war aber viel schöner. Weil ich es dann nebeneinander sehe. Und dann hole ich mein Stativ raus und mache halt mal ein paar Bilder und dann gucke ich wieder durch und vielleicht ist weiter rechts doch gut. Deswegen arbeite ich eigentlich auch immer mit dem Stativ, auch wenn ich es gar nicht mehr müsste, weil ich viel ruhiger bin. Und auf jeden Fall. Bewege. Ich kann mal zurücklehnen, mal im Moment, wie war das Bild eben? Eben war besser. Und, ja. Jetzt hast du in deinem Bildausschnitt oben in den Ecken, hast du noch so ein paar Äste drin. Würdest du sowas rausphotoshoppen? Ja, das würde ich jetzt rausphotoshoppen, weil den Ast abbrechen ist ja keine Lösung. Und das sieht jetzt unschön raus. Das sieht jetzt nach Unfall aus. Ich kann es halt nicht verhindern, die hängen halt da. Ja. Und den Bildausschnitt anders machen kann ich jetzt auch nicht, weil die einfach da reinhängen. Das geht ja in dem Fall nicht. Wenn es geht, mache ich den Bildausschnitt anders. Wenn das nicht geht, also wie hier, würde ich die tatsächlich wegphotoshoppen. Vor dem Himmel ist das ja... Okay. Ja. Oder ich mache den Bildausschnitt weiter, sodass sie halt mit Absicht drin sind. Das kann auch positiv sein. Aber hier nicht. Ja. Weil dann mache ich irgendwie 14 mm. Hier ist es schön. Ich habe eine kleine Kiefer. Weil mit 14 mm sieht die Kiefer klein aus. Ich will ja die Kiefer fotografieren. Gibt's in der Landschaft dann irgendwas, was dich so anzieht? Ich meine, wir sind jetzt hier ein bisschen rumgelaufen, haben so ein bisschen geguckt. Du hast gesagt, na, da gibt's keinen Vordergrund und hier und die Kiefer. Genau. Und das ist dankbar. Also ich gucke natürlich primär nach Licht. Das haben wir heute halt nicht. Ja. Von so her ist das irgendwie weg. Dann gucke ich tatsächlich nach führende Linien bzw. Kurven, nach Symmetrie, solchen Sachen, nach Farbmustern auch. Jetzt haben wir da unten ja das wunderschöne Herbstlaub vor dem See. Das will ich drin haben. Das ist mir wichtiger als der See. Also in dem Fall ist jetzt hier Kiefer mit der Mauer, Laub, See, das wären so die Prioritäten in dem Fall für mich jetzt. Weil das jetzt bunt ist. Wenn ich hier im Frühling stehe, ist der Wald vielleicht nicht mehr so interessant. Das heißt aber, wenn du baust die Sonne so ein bisschen seitlich reinkommt, weißt du, wie cool der Wald wäre? Ja, das wäre richtig schön. Explosion. Richtig schön.
Das heißt, du baust dein Bild auch immer so ein bisschen von vorne nach hinten quasi auf. Oder ich gucke nach dem Hauptmotiv halt und dann gucke ich, wie kann ich das unterstützen. Mhm. Und eine führende Linie ist halt der Klassiker, dass die halt zu dem Baum hinführt irgendwie, oder so. Genau. Ja. Fotografierst du auch manchmal oder gerne sehr weitwinklig, dass du nee, einen Vordergrund... Nee. Also jetzt habe ich 22 mm, ja. Also mehr als 20 nutze ich sehr, sehr selten. Ah ja, okay. Weil dir das alles zu weit... Ja, dann ist so, ich stehe hier ist es schön, ich weiß nicht, was schön ist, aber alles ist schön. Mhm. Fischauge. Panorama. Der Betrachter, ich verlege dann quasi die Verantwortung auf den Betrachter. Der Betrachter muss sich entscheiden, was er schön findet. Mhm. Während wenn ich ein bisschen mehr reinzoome, entscheide ich, was ich schön finde und was ich zeigen möchte. Ja. Deswegen bin ich meistens tatsächlich 30, 40, 50 mm. Mhm. Aber sowas wie hier das 1430 von Nikon ist halt, es gibt mir halt die Möglichkeit, dann habe ich das Spiel. Ne? Ja. Weil je nachdem, gerade die Kiefer, ich kann mich ja jetzt hier nicht viel bewegen, ich kann ja nicht weiter weggehen. Nee, wir sind natürlich relativ beschränkt. Ich war einmal jetzt kurz da vorne, da habe ich so einen Bildausschnitt hier gehabt, da habe ich die Kiefer jetzt so ein bisschen mehr im rechten Bildausschnitt. Ja, auch, so ein bisschen so Rahmen nochmal um den See drumherum. Ja. Wobei, zeig mal deinen Bildausschnitt nochmal. Der hat natürlich auch was. Ich habe halt hier die Mauer und dann habe ich die Verlängerung von dem Weg da und ich habe bewusst den Weg mit reingenommen. Weil den sieht man ja. Den würde ich in der Nachbearbeitung auch ein bisschen auffällen, dass man den wirklich sieht. Mhm. Weil der ist mir jetzt wichtig und der soll der Betrachter auch sehen, dass er ein Weg ist. Mhm. Und dadurch unterstütze ich die Bogen, finde ich jedenfalls den Bogen von der Mauer, Kurve, See, quasi so, habt ihr eine harmonische Kurve. Gefällt mir in dem Fall ganz gut so. Also ich deswegen auch bewusst, jetzt relativ hoch stehe ich jetzt hier. Ja. Also nicht ganz hoch, aber relativ hoch. Nicht tiefer, weil wenn ich tiefer gehe, wird die Kiefer markanter, weil sie von den Himmel rückt. Ja. Aber ich kriege sie nicht freigestellt. Ich habe immer die Hügelkette da hinten mit drinnen. Und dann sieht es nicht markant besser aus und ich verliere den Wald. Ich wollte gerade sagen, dann verlierst du den Vordergrund wieder. Genau. Ja. Mhm. Aber die Überlegung mache ich, deswegen bin ich vorhin mit dem Handy auch hoch und runter gegangen und habe geguckt, was ist jetzt hier besser. Wenn da keine Hügelkette wäre, würde ich tiefer gehen. Ja. Aber die ist halt nochmal da. Die hätte auch tolles Herbstlaub. Sonne. Ja, das ist natürlich jetzt im Moment echt das Problem, dass wir kein Licht haben. Eigentlich war es gut angesagt für heute. Ja. Wir hatten echt gute Hoffnung bis gestern Abend. Auch mit Nebel hätte es eigentlich ganz gut ausgeschaut. Ja, klar, das wäre natürlich auch nochmal gut. Ja. Nebel und dann so ein Sonnenstrahl. Genau. Aber das ist ja auch genau das Thema in der Landschaftsfotografie eigentlich. Ja. Es ist ja oftmals so, dass du nicht beim ersten Mal das perfekte Foto bekommst, sondern du musst mehrmals herkommen. Ja. Wäre das für dich jetzt, sage ich mal, auch Thema, dass du, wenn du jetzt zum Beispiel so einen Spot ins Zielfotomagazin bringen willst, würdest du dann nochmal herkommen für bessere Bedingungen? Ja, also entweder komme ich selbst nochmal besser oder ich kaufe das Bild halt dann von einem von meinen Fans. Weil das ist immer so eine Sache, die Locals haben natürlich immer die besseren Bilder als ich. Klar. Ist ja natürlich so. Ja. Und für mich ist es jetzt halt sehr weit weg und es ist eine Abwägung, komme ich hier morgen nochmal her oder gehe ich morgen woanders hin? Also habe ich mehr Spots, die ich selbst besucht habe oder habe ich mehr schöne Fotos? Das ist halt immer so eine Abwägung. Mir ist es wichtig, dass ich im Zielfoto fast alle Spots auch selbst gesehen habe, alles was geht. Und dann nehme ich lieber ein schlechtes Foto von mir und kaufe halt ein gutes von meinen Fans und habe dafür einen Spot mehr gesehen. Okay, also dir ist es wichtiger, dass du mehr Spots siehst, als dass du selber jetzt das perfekte Bild hast, was du dann irgendwo später vielleicht fürs Portfolio mal nutzen kannst. Genau, oder? Genau. Also es gibt Sachen, da sage ich, das soll ein Portfoliofoto werden, da gehe ich bewusst hin, da gehe ich auch beliebig oft hin. Ja, aber für das Zielfotomagazin will ich ja die schönsten Spots der Region raussuchen. Und dafür muss ich auch ein paar gesehen haben. Und dafür muss ich auch, finde ich, live vor Ort sein, weil dann sehe ich die Schwierigkeiten. Hier sehe ich jetzt zum Beispiel, weil ich hier bin, ich weiß, da vorne gibt es noch zwei Spots. Das hätte ich sonst vielleicht gar nicht gewusst. Mhm, oder wenn beim Herweg irgendwas besonders gewesen wäre, hätte ich gewusst, ja, vorsichtig da links den Baum abbiegen oder was auch immer. Deswegen ist mir das so wichtig, dass ich vor Ort war. Ja, weil ich Felix gefragt hätte, wo ist denn ein schöner Ort, hätte er gesagt, hier. Und dann hätte ich auf Komoot geguckt, so geht man dahin. Und wenn er mir nicht gesagt hätte, daneben ist die Höhle, wüsste ich nicht, dass die Höhle. Mhm. Voilà. Ja. Und wenn wir hier stehen, dann all diese Kleinigkeiten. Oder halt eben auch die Bildkomposition, worauf kommt es an, wie halt eben der Hügel ist da, bringen hohe Stativen mit, du musst von oben runter und so. Mhm. Das sehe ich halt auf dem Foto nicht. Wenn du so Bilder machst, wenn du jetzt so Kleinigkeiten hier im Vordergrund hast, die vielleicht stören, wie zum Beispiel jetzt hier so ein abgebrochener Ast, der jetzt so leicht über die Steinmauer rüberragt. Ja. Ich weiß gar nicht, ob du ihn jetzt drin hast, aber falls du ihn drin haben solltest. Ja, ich habe ihn drin, aber der ist so dezent. Ist sowas, was dich stört oder nimmst du sowas raus oder ist es eher, was du sagst, es ist halt so die Natur und ich fotografiere das so? Ja, gut, er ist ja nicht von der Natur abgebrochen, ne? Gehe ich mal von aus. Also das ist tatsächlich so, dass der mir jetzt hier auf dem kleinen Display natürlich gar nicht auffällt. Ja. Das heißt, dass die gucke ich dann zu Hause auf dem großen Bildschirm und entscheide. Und wenn ich sage, er stört mich, ja, nehme ich ihn eventuell raus. Sowas wie diesen Stamm, ja. Aber wenn jetzt da unten ein Haus wäre, würde ich nicht das Haus wegstempeln. Nee, okay. Das nicht, solche Kleinigkeiten, so wie die Äste halt. Das mache ich dann schon mal weg. Aber auch nur, wenn es sehr einfach ist. Also ich mache eine Nachbearbeitung von 2, 3, 4, 5 Minuten. 5 Minuten wäre schon lange. Alles, was komplizierter ist, mache ich nicht.
Das wäre meine nächste Frage gewesen, tatsächlich, wie deine Bildbearbeitung aussieht. Weil das ist tatsächlich was, was man relativ selten auf deinem YouTube-Kanal sieht. Du machst sehr viel Fotografie, aber wenig Bildbearbeitung, genau. Ne? Ja. Weil ich sehe mich als Fotograf und nicht als Retoucher, was keine Wertung ist. Ja. Ich kann es nicht nachvollziehen, warum man viel Aufwand macht, um zu einem Fotospot zu kommen und Fotos zu machen und dann nachher lange am Computer sitzt, um das so zu machen, wie man das gerne hätte, dass es gewesen wäre. Ja, ja. Hashtag Himmel austauschen. Ja, man muss ja nicht mal den Himmel austauschen, auch sonst da irgendwie eine Stunde Dodge & Burn zu machen und so zu tun, als wenn ein ganz tolles Licht gewesen wäre, was halt nicht war. Kann man machen, ja. Bin ich jetzt nicht so ein Fan von persönlich. Das heißt auch Exposure Blending oder irgendwie so ein Kram versuchst du zu vermeiden? Ja, genau, da wo es geht. Also geht natürlich nicht immer, gerade so in sehr krassen Situationen. Aber ich war jetzt diese Woche zum Beispiel fliegen und da waren wir über dem Wattenmeer und Sonnenuntergang und ich habe noch nie so einen hohen Dynamikumfang gesehen. Und da ging das zum Beispiel nicht, da kann ich keine Belichtungsreihe machen, weil wir bewegen uns schnell, also geht ja gar nicht. Und da muss ich halt damit leben. Aber der Nachteil ist ja nur, ich habe mehr Rauschen drin, aber mit den modernen Sensoren habe ich sowieso kein Rauschen, also who cares. Bevor wir mit dem Podcast richtig starten, noch eine Kleinigkeit in eigener Sache. Felix und ich haben damals den Podcast gestartet mit dem Ziel, etwas Neues zu schaffen, was es so noch nicht so häufig gibt. Normale Podcasts sind ja immer so, dass man meistens aus dem Büro oder aus dem Studio etwas aufnimmt und dann auch meistens nur in Audioform. Wir wollten einen Videopodcast starten, wo wir wirklich den Fotografen über die Schulter schauen beim Arbeiten und dort dann auch direkt Fragen stellen können. So ein Format kostet unglaublich viel Geld. Das stellt man sich immer gar nicht so vor, aber da sind extreme Fahrtkosten mit verbunden. Wir sind schon bis nach Italien gefahren, um eine Podcast-Folge aufzunehmen. Und natürlich müssen wir auch einen Kameramann bezahlen, wir müssen einen Cutter bezahlen und so weiter und so fort. Ungefähr kostet eine Folge in der Produktion 700 bis 800 Euro. Und das haben wir bisher selber privat getragen. Wir wollen aber natürlich, dass sich der Podcast auch etwas weiterentwickelt. Wir haben noch viele neue Ideen, die wir damit reinbringen wollen. Und das Problem ist einfach, dass es sich irgendwo ein Stück weit rechnen muss. Wir wollen nicht selber daran was verdienen, darum geht es uns überhaupt nicht. Aber wir wollen ungefähr wenigstens auf ein Plus-Minus-Null-Geschäft herauskommen. Wir haben Nisi als Sponsor, wir haben Cosispeed ab und zu als Sponsor mit drin, aber die können diese Kosten halt pro Folge nicht komplett decken. Und deswegen haben wir uns überlegt, wie können wir vielleicht euch auch dazu motivieren, uns eine Kleinigkeit zu spenden. Und da sind wir auf die Plattform Patreon gekommen, wo ihr eine monatliche Mitgliedschaft beantragen könnt. Und da könnt ihr euch auch noch aussuchen, in was für einem Level. Also da kann man entweder 3, 6 oder 9 Euro im Monat bezahlen. Natürlich könnt ihr jeden Monat auch wieder sagen, ich möchte das nicht mehr, das ist monatlich kündbar. Aber ihr könnt uns quasi pro Folge, einmal im Monat kommt ja eine raus, dann monetär unterstützen. Und wir haben uns natürlich auch überlegt, dass das Ganze nicht ohne Gegenleistung bleiben soll. Für 3 Euro könnt ihr uns einfach unterstützen. Für 6 Euro gibt es schon etwas dazu. Wir werden nämlich mit jedem Gast, den wir da haben, in Zukunft noch eine kleine Sonderfolge aufnehmen, wo es dann um die Bildbearbeitung geht. Das heißt, jeder Gast zeigt dann an seinen fotografierten Bildern so ein bisschen, wie er in der Bildbearbeitung vorgeht. Und das ist den vorbehalten, die 6 Euro im Monat bezahlen, also die Silbermitgliedschaft bei Patreon dann beantragen. Und in der Goldmitgliedschaft geht es sogar noch ein Stück weiter. Dort zahlt ihr 9 Euro im Monat. Dort kriegt ihr auch das Bildbearbeitungstutorial. Zusätzlich dazu werdet ihr aber noch im Abspann des Podcasts namentlich erwähnt. Und außerdem gibt es dann auch noch ein Gewinnspiel. Und dieses Gewinnspiel, da kann man dann verschiedene Preise gewinnen, was zum Beispiel der Podcast-Gast mitbringt, wenn er eine Veröffentlichung zum Beispiel hatte, ein Buch, ein Fotobuch. Also da ist es auf jeden Fall richtig cool, weil wahrscheinlich werden gar nicht so viele Leute diese 9 Euro Goldmitgliedschaft nehmen. Das heißt, die das machen, haben große Chancen, dann pro Monat einmal was zu gewinnen in einem viel, viel größeren Wert als 9 Euro. Da könnt ihr euch also mal Gedanken machen. Und zusätzlich möchten wir auch noch 10% von jeder Einnahme, die über Patreon kommt, von euch spenden. Und zwar an verschiedene Umweltorganisationen. Wir wollen also, dass die Natur und dass die Umwelt
ein Stück weit gerettet und gefördert wird. Und deswegen haben wir uns überlegt, dass 10% all dieser Einnahmen, die von euch kommen, dann wieder spenden wollen. Das heißt, ihr tut auch gleichzeitig noch etwas Gutes für die Umwelt. Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn ihr uns ein Stück weit unterstützen könnt, damit wir diesen Podcast weiterführen können und vor allem auch noch weiter verbessern können. Wir haben, wie gesagt, viele Ideen und da könnt ihr einfach mal unten in dem ersten Link in der Videobeschreibung gucken, was es da für Möglichkeiten gibt. Und wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn wir euch dort begrüßen können, in unserer kleinen, aber feinen Community. Wir sind fertig mit dem Fotografieren und das Wetter und das Licht haben sich leider nicht wirklich nochmal geändert. Das heißt, es ist immer noch relativ grau und bedeckt und bewölkt, aber so ist es nun mal in der Landschaftsfotografie. Gehört dazu. Man muss ab und zu mal wiederkommen und vielleicht das Bild nochmal machen. Also ich werde auf jeden Fall diesen Spot nochmal besuchen. Wunderschön eigentlich, nur halt besseres Licht wäre eigentlich Voraussetzung. Stefan! Wir freuen uns mega, dass du heute hier in dem Podcast bist. Es gab ja viele Zuschauer, die in den Kommentaren, wir fragen ja mal nach, wen sollen wir als nächstes in den Podcast holen? Das war eigentlich von Folge 1, holt Stefan Wiesner mit dazu. Und wir sind sehr froh, dass du auch direkt gesagt hast, du hast da Bock drauf und bist dabei. Heute ist es soweit. Und vielleicht, ich weiß eigentlich, wir haben lange, Felix und ich haben lange darüber gesprochen am Anfang, macht es überhaupt Sinn, wenn wir jetzt Stefan so am Anfang die Standardfragen stellen, stell dich mal kurz vor, wer bist du eigentlich, weil eigentlich kennt dich ja jeder, gerade hier auf YouTube kennt dich eigentlich jeder. Aber vielleicht, sonst mache ich meinen Job nicht gut. Ja, aber vielleicht gibt es doch noch ein oder zwei Leute, die dich nicht kennen und vielleicht kannst du für die nochmal in einer Minute ungefähr abreißen, wer bist du, was machst du und wo kommst du her? Also, jetzt kann ich mich nicht entscheiden, für welche Kamera. Mein Name ist Stefan Wiesner, ich bin Fotograf und YouTuber. Ich wohne in Celle im Landkreis Lüneburg, das ist so zwischen Hamburg und Hannover. Ich habe 150.000 Follower auf YouTube, wo ich erkläre, wie man Sonnenaufgänge fotografiert, wo ich Testberichte mache, Reiseberichte, also alles rund um Fotografie. Außerdem bringe ich das Zielfotomagazin raus, ein Magazin von Fotografen für Fotografen mit vielen Gastbeiträgen, wo wir entweder Fotothemen bearbeiten. Letztes Mal war zum Beispiel Fotografieren in der Nacht oder Regionen, wie zum Beispiel die schönsten Fotospots von Bayern ist ein Thema, an dem wir im Moment arbeiten, sodass wir alle zweimal im Jahr ein Magazin rausbringen. Das ist so die ganz, ganz kurze Version für alles Weitere. Es gibt ein Buch von mir über mich und natürlich meinen YouTube-Kanal einfach folgen oder auf Instagram. Ich freue mich über jedes positive Feedback. Ja, ich denke mal, also YouTube, Instagram und so weiter werden wir auf jeden Fall auch nochmal unter dem Video verlinken. Also falls ihr dem Stefan noch nicht folgt, dann könnt ihr das auf jeden Fall mal auschecken. Es gibt ja unglaublich viel. Du bist auf unglaublich vielen Kanälen unterwegs. Du hast ja auch einen eigenen Podcast sogar, ne? Wir haben einen eigenen Podcast, ja. Und wie oft kommt der raus? Machst du das regelmäßig? Oder ist ja, das wir so, wollen eigentlich regelmäßig 2 bis 3 im Monat machen. Wir machen das so, dass wir da eine Partnerschaft haben mit einer Werbeagentur, die uns Werbung zuspielt, sodass wir das finanzieren können auch. Das funktioniert jetzt im Moment nicht so. Corona-bedingt fahren halt alle ihre Werbung zurück. Deswegen sind wir auch langsamer geworden. Aber wir haben ein paar im Hinterhand. Also eigentlich ist es die Idee, das 2-3 Mal im Monat rauszukommen. Ja, weil gerade du machst ja unglaublich viel und ich frage mich dann immer so, wie sieht eigentlich so ein typischer Tag von Stefan Wiesner eigentlich aus? Vor allem ist dein Terminkalender quasi schon auf Monate irgendwie vorher blockiert, weil du sagst, da und da ist Podcast, da und da fahre ich irgendwo hin zum Fotografieren, oder? Es steht tatsächlich bei mir auf der Liste, dass ich mal ein Video mache, ein typischer Tag bei Stefan. Das ist geplant für nächste Woche. Also es ist so, ich bin nicht verplant, ich bin eigentlich sehr, sehr leer im Kalender. Ich habe sehr viele Sachen, die ich machen will, aber nicht im Kalender, weil ich sehr wetterabhängig bin. Okay. Und auch sehr viele Sachen sich spontan ergeben. Also zum Beispiel hat jetzt die Nikon die Z6, Z7 vorgestellt und die hatte ich an einem Tag und der Termin war jetzt schon lange blockiert. Aber ich wusste natürlich nicht, wie das Wetter wird und was wir dann machen, aber der Tag war jetzt blockiert. Diese Woche hier war auch schon lange blockiert. Wir wollten eigentlich nach Norwegen zu den Lofoten fliegen. Das durften wir halt nicht. Deswegen sind wir jetzt hier in Bayern. Ist ja fast genauso gut. Mindestens genauso gut. Und die war auch lange blockiert natürlich, weil ich sie mit meiner Frau und Kind natürlich auch organisieren muss. Aber die allermeisten Sachen sind nicht verplant. Ich weiß noch nicht, was ich morgen mache. Ist tatsächlich so. Ich bin relativ flexibel. Das ist mir auch ganz wichtig, dass ich flexibel bin, weil ich mein Leben lang irgendwie immer einen sehr engen Kalender hatte und einen vollen Terminkalender. Und das ist mir jetzt wichtig, das nicht. Aber trotzdem mache ich viel, ja. Schön. Aber ich finde es interessant, dass es funktioniert. Also wenn man jetzt zum Beispiel Finn Kliman, da kriegt man es ja so ein bisschen mit, der ist ja unglaublich viel unterwegs und der hat ja wirklich seine Wochen total durchgetaktet von 14 bis 15 Uhr ist das und das. Also bei dir findet es gar nicht so statt. Nee, gar nicht. Cool. Also es sind nur sehr selten. Ja. Das heißt, du kriegst das alles relativ schnell, immer spontan organisiert. Und wir sind dadurch natürlich unheimlich reaktionsfreudig und schlagkräftig. Ne? Das hat so für und wieder. Ich weiß noch nicht, was ich nächste Woche machen werde.
Aber im Moment möchte ich das auch. Das kann sein, dass sich das auch wieder ändert, wenn es irgendwie zu chaotisch ist. Ne? Weil manchmal ist ja auch schön, man freut sich auf Sachen, die halt kommen zum Beispiel. Oder man kann sich vorbereiten oder sowas. Aber ich bin halt sehr kurzfristig, finde ich, muss ich auch agieren in meinem Umfeld, weil sich mein Umfeld auch so schnell ändert. Wenn du jetzt von wir sprichst, wer ist damit alles gemeint? Hashtag Team Wiesner im weitesten Sinne, also ich und natürlich der Sebastian, der hinter der Kamera steht, der bei mir arbeitet. Aber ich habe einen ganzen Haufen Leuten, mit denen ich kooperiere. Also wir treffen diese Woche die Ulla Lohmann und machen mit der was, ist auch schon lange abgesprochen, aber ich weiß noch nicht, ob wir uns Mittwoch oder Donnerstag treffen. Das liegt halt noch am Wetter. Aber wenn ich wir sage, meine ich halt immer so das erweiterte Team Wiesner. Wie sieht das Unternehmen bei dir aus? Also der Sebastian ist bei dir fest angestellt, das hat man ja mitbekommen. Genau. Und dann hast du noch freie Mitarbeiter oder einfach mit Leuten, die du zusammen kooperierst? Oder sowohl als auch. Also ich habe eine GmbH, ich bin Geschäftsführer bei meiner GmbH, also bei mir selbst angestellt quasi. Der Sebastian ist fest angestellt und ich habe zwei Aushilfskräfte auf 450-Euro-Basis, die mir helfen, Magazine einzupacken, eine Putzfrau und so weiter. Und dann habe ich zum Beispiel für das Zielfotomagazin und alle Bücher, die ich schreibe, habe ich einen Lektor, aber den habe ich nicht angestellt, sondern das ist projektbasiert. Für jedes neue Projekt machen wir halt einen Kontrakt, also eine E-Mail halt, kannst du mir helfen, ja, und was kostet mich das? Und die Designerin, die Susanne, die halt eben das Layout macht und auch mich beim Drucken unterstützt, auch da haben wir halt einen dann laufenden Vertrag quasi, aber sie ist selbstständig und ich habe sie nicht angestellt. Wie muss man sich das, ich komme nochmal auf die Frage zurück, wie man sich so einen typischen Tag bei dir vorstellt. Bist du jemand, der sehr früh aufsteht? Bist du Also bei mir ist es so, ich habe natürlich jetzt ein kleines Kind, 2,5 Jahre und die schläft bei uns im Zimmer. Das heißt, ich habe auch immer noch unruhige Nächte, weil sie nachts immer mal wieder aufwacht, irgendwie laut träumt und so. Gar nicht so unbedingt noch betreut werden muss, aber sie wacht halt auf und wir müssen sie irgendwie wieder zum Schlafen bringen. Aber ich stehe normalerweise, stehe ich so zwischen 5 und 6 auf, eher vor 5 als um 6. Gehe mit unserem Hund, sitze eine Runde am Schreibtisch und mir ist es ganz wichtig, dass ich morgens mein Kind noch sehe. Das heißt, um 5:45 wecke ich Frau und Kind und mache mein Kind fertig, dass meine Frau auch ein paar Minuten für sich hat. Und um 6:30 fahre ich ins Büro. Und dann mache ich normalerweise Sport, mache eigentlich fast jeden Tag Sport. Und um 8 kommt der Sebastian, bis dahin bin ich geduscht, habe gefrühstückt und sitze am Rechner, so quasi. Das ist so der Morgen, der ist eigentlich ziemlich fix, es sei denn, wir sind unterwegs. Und dann ist der Rest des Tages sehr unterschiedlich. Montags drehen wir die Wiesner News, die jeden Dienstagabend kommen, die aber für die Kanalmitglieder, die ich habe, am Montagabend oder Dienstagmorgen schon kommen. Deswegen drehen wir es Montag. Das ist so ein fixer Termin halt. Und sonst je nachdem, was die Woche bringt. Sehr unterschiedlich. Wenn du jetzt auf die Wiesner News zu sprechen kommst, wie viel Vorbereitung braucht man, um so ein Video zu drehen? Weil das sind ja relativ viele Themen, die du da ansprichst. Was kann man da so ungefähr schätzen? Ja, also nicht furchtbar viel Zeit, die Vorbereitung, vielleicht eine halbe Stunde, Stunde, weil ich habe halt diverse Newsletter abonniert, die ich halt durchgucke, was interessiert mich, worüber möchte ich sprechen. Und je nachdem, was halt an ist, haben wir halt noch irgendwie was Aufwendigeres, aber selten. Im Grunde ist das ja eine kurze Information. Ja. Deswegen sagen wir mal eine halbe Stunde. Und dann das Drehen selbst dauert länger, als man denkt. Und das Schneiden dauert natürlich auch immer noch eine Weile. Ne? Schneidest du viel in deinen Videos raus, wenn du dich versprichst? Oder weil ich habe immer so das Gefühl, dass du sehr authentisch sein möchtest da kann auch ein Versprecher drin sein. Ich verspreche mich einfach nicht. Ja. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ne? Nein, also es hilft natürlich, dass ich über 1000 Videos gemacht habe und Routine habe, aber natürlich, ich verspreche mich. Ich rede vor allem auch viel zu schnell und Sebastian stoppt mich dann irgendwann. Meistens lassen wir es drinne oder hängst du ans Ende oder häufig drehe ich Videos auch 2-3 Mal und das erste Mal kippe ich halt sofort weg und guckst mir auch gar nicht an. Das ist schon so. Aber es ist ja so, insgesamt hast du dich ja über die Jahre sehr viel weiterentwickelt. Ich glaube, ich habe dich kennengelernt bei YouTube, sage ich mal. Da hattest du so um die 30.000 Abonnenten, würde ich sagen. Da habe ich das erste Video von dir geguckt. Und wenn man jetzt so den Werdegang sich anschaut, gerade jetzt in den letzten 1-2 Jahren, hast du natürlich nochmal unglaublichen Sprung gemacht von den Abonnentenanzahlen, von den Klicks. Du bist jetzt in ein größeres Studio auch nochmal gezogen. Ne? Das letzte Studio hattest du gar nicht so lange, ne? Ein Jahr lang. Ein Jahr ungefähr. Ja. Wie ist das jetzt gekommen, dass das jetzt nochmal so... Es ist interessant, dass du das sagst, das stimmt nämlich gar nicht. Ich habe keine Sprünge gemacht. Also wenn ich mir die Wachstumskurve angucke, ist es sehr linear. Echt, ja? Ich wachse auch nicht schneller als vor einem Jahr oder sowas. Ich hätte das jetzt echt gedacht, weil irgendwie so vom Gefühl her irgendwie auch... Ja, hör ich öfter. Nee, das stimmt eigentlich nicht. Also nicht auffällig. Es war auch nie ein Ereignis, dass irgendwie eine Fotokina oder irgendwas, das mich nach vorne katapultiert hätte. Es ist einfach, im Sommer ist weniger los, da wachse ich langsamer, im Winter wachse ich schneller, weil die Leute mehr am Rechner sitzen. Dieses Jahr ist alles ein bisschen komisch. Stimmt nicht, also sehr linear. Okay. Und
darauf zu sprechen zu kommen, war das von Anfang an für dich klar? Ich meine, du hast mit dem Fotografieren angefangen, neben deinem IT-Job. Mhm. War für dich von Anfang an klar, ich will auch auf YouTube sein? Also ich möchte da irgendwas machen? Nee, das kam einfach so. Also ich habe schon lange fotografiert und irgendwann gesagt, ich will das jetzt mal richtig lernen. Ich mache das jetzt zu meinem Projekt, für mich privat. Und dann ist ja die Frage, wie lernst du denn das? Habe ich mir Bücher gekauft, das hat nicht so richtig funktioniert. Und dann kam YouTube so ein bisschen auf, vor allem im amerikanischen Bereich. Deutschen gab es da noch kaum was im Fotobereich. Mhm. Und das, was es gab, war auch noch ziemlich schlecht. Ja, ist natürlich die Anfänge. Es war ja auch alles technisch auch noch schwierig und auch methodisch. Hat auch keiner, jeder hat sich so ein bisschen vor die Kamera, ich ja auch, vor die Kamera gestellt und irgendwas erzählt. Und dann habe ich gesagt, das kann ich doch auch. Quasi, weil ich fand, die Amerikaner waren besser als die Deutschen damals. Und habe gesagt, sowas kann ich doch eigentlich auch. Und auch die Amerikaner, da habe ich keinen gefunden, der mir das so erklärt, wie ich das möchte. Also habe ich Videos gemacht, die das so erklären, wie ich das möchte. Und einfach mal ausprobiert. Mhm. Vor die Kamera gestellt und irgendwie, hallo, ich erkläre jetzt mal, wie man blitzt. Aber was war das für ein Moment so? Also ich finde, es kostet mich, oder mich zumindest, kostet es ein bisschen Überwindung, vor die Kamera zu gehen, sich da hinzustellen und zu sagen, so, ich bin's und ich zeige euch jetzt, das zu machen. War das für dich am Anfang auch so eine Überwindung, so, oh Gott, lade ich das jetzt wirklich hoch? Also es geht insofern, dass ich sehr lange als Berater bearbeitet habe und häufig Workshops geleitet habe, häufig Schulungen gemacht habe, also häufig vor Leuten geredet habe oder auf Konferenzen. Okay. Das hilft natürlich schon mal. Aber die Kamera ist schon nochmal, ist was anderes, das schwarze Loch, in das du reinschaust. Das ist schon was anderes. Klar, die ersten Videos waren wirklich schlecht, die waren technisch schlecht, die waren vom Vortragen schlecht, die waren auch schlecht, weil ich nervös war, weil ich mich nicht sehen konnte, weil der Fokus immer schief war und ich irgendwie auch genervt war, weil das Video, was ich hochlade, ist die 5. Version, wo schon 4-mal was total daneben gegangen ist. Okay. Das kommt natürlich alles so zusammen. Es war schon nicht einfach. Aber es gab am Anfang sehr wenig Aufrufe, aber sehr positives Feedback. Und das hat mich halt bekräftigt, weil das ist klar, macht natürlich dann mehr Spaß, das wenn man pusht, positives Feedback kriegt. Und dann ist es so ein bisschen außer Kontrolle geraten, Ups. Ein bisschen Selbstläufer geworden. Ja. Das heißt, am Anfang hast du mehr Themen behandelt, wie kann ich was fotografieren? Jetzt ist es ja auch viel. Ich habe mit Blitz angefangen, tatsächlich mit Blitz. Mit Reviews von vornherein. Mein erstes Video oder zweites Video war tatsächlich ein Review. Aber vor allem Blitz-Sachen, genau. Mhm. Weil das habe ich gerade gelernt und ich habe quasi in den Videos immer erklärt, was ich gerade gelernt habe. Okay, also quasi direkt weitergegeben. Genau, so ein bisschen live gelernt sozusagen. Und das hat natürlich den Leuten auch gefallen, weil das ist auf YouTube ja generell sehr beliebt, solche Sachen, wo man selbst was vor der Kamera lernt, weil der Zuschauer das Gefühl hat, der da vor der Kamera, der ist nicht schlauer als ich. Der hat nur zwei Stunden Vorsprung und dadurch kann man ein bisschen dranbleiben. Jetzt ist ja auf deinem Kanal zum Beispiel, ich mache ja eigentlich fast nur Bildbearbeitung auf meinem Kanal. Bei dir sieht man relativ wenig bis fast gar keine Bildbearbeitung. Mhm. Du machst mehr Fotografie. Mhm. Warum eigentlich? Ja, also es gibt tatsächlich auch Bildbearbeitung bei mir als Videos, aber ich muss ja, zum Beispiel gibt es bei mir mehrere Serien Lightroom, so benutze ich Lightroom. Also man kann das nachgucken, was ich mache. Das ist nicht sehr viel. Und das muss ich ja nicht alles halbe Jahr nochmal neu aufnehmen, weil Lightroom hat sich ja nicht so doll geändert. Deswegen kommen keine neuen Themen, weil ich nichts Neues mache. Ich mache sehr wenig Nachbearbeitung, also ein paar Minuten Maximum. Mal den Horizont gerade machen und vielleicht ein bisschen am Kontrast spielen, Schärfe spielen. Viel mehr mache ich eigentlich in der Regel nicht. Weil ich sehe mich als Fotograf und nicht als Composer. Was keine Wertung ist, das muss jeder selbst wissen. Und ich bin auch kein Freund davon, irgendwie zu sagen, ich habe jetzt hier eine langweilige Location oder eine interessante Location, aber langweiliges Foto und jetzt haue ich da einen Instagram-Filter rauf, um das Ganze zu retten. Dann habe ich meinen Job nicht richtig gemacht, finde ich. Aber sowas wie Fokus-Stacking, solche Geschichten, dass du, wenn jetzt der Hintergrund sehr weit vom Vordergrund absteht zum Beispiel, dass das ganze Bild scharf ist, machst du sowas? Ich kann jetzt nicht sagen nie, aber vielleicht habe ich das 2-3 Mal in meinem Leben gemacht. Okay, du versuchst den Aufwand also wirklich so gering Aufwand niedrig zu halten. Und ja, klar, es gibt Situationen, wo ein Fokus-Stacking tatsächlich Sinn macht, dass ich sage, ich habe halt irgendwie Blumen im Vordergrund, die möchte ich scharf haben und dahinter ist der Sonnenaufgang unendlich weit weg und das möchte ich auch, Berg und so weiter. Aber ganz ehrlich, es sieht auch mit unscharfen Blumen schön aus. Ja. Wie ist das, wenn du jetzt fotografieren gehst? Ist es für dich mehr Business oder ist es mehr Hobby? Da gibt es tatsächlich ein Video zu, das ist 2-3 Wochen alt, wo ich das ausführlich beantworte. Die kurze Antwort ist ein bisschen beides und auch ein bisschen phasenweise. Es gibt solche und solche Phasen. Gerade so gegen Jahresende bin ich dann meistens schon auch so ein bisschen durch und freue mich dann auch, dass ich im Winter einfach auch mal irgendwie Ruhe habe und weniger fotografieren muss. Aber dann bin ich im Frühling auch sehr heiß drauf, wieder zu fotografieren zu gehen. Und jetzt hier die Woche, ich freue mich drauf, hier auch mal wandern zu gehen und auch mal nicht fotografieren zu müssen. Aber wenn ich denn hier bin, will ich auch fotografieren. Also es ist so ein bisschen so, hin und her schwank ich da. Ja, weil du bist ja eigentlich hier wegen Business, ne? Also ich muss halt liefern. Das ist schon immer, ich habe immer im Hinterkopf, also ich muss jetzt hier auch ein Foto mitnehmen. Ja, deswegen kann ich nicht die Kamera zu Hause lassen.
aber ich kann trotzdem auch den Moment genießen und kann auch sagen, jetzt ist halt kein super Foto. Das ist auch okay für mich, aber ich muss ein Foto liefern. Und so, wenn du jetzt im Familienurlaub, also wirklich rein privat unterwegs bist, das hast du dann halt so Kamera? Gibt's tatsächlich gar nicht? Gibt's bei mir gar nicht. Okay, krass. Ja, weil privat irgendwo hinfahren, wo es schön ist und dann die Kamera nicht mitnehmen. Ja, weil zum Beispiel Stefan Forster hat mal gesagt, seine Frau verbietet ihm, im Urlaub zu fotografieren. Ich glaube, das ist was anderes. Ich kenne ihn nicht persönlich, aber er ist ja super viel unterwegs und die Frau ist immer alleine. Also keine Ahnung, wie sein Familienleben ist, aber das verstehe ich. Dass das dann nicht auch noch Business ist, das verstehe ich. Okay. Das würde meine Frau dann auch verlangen, wenn ich so viel unterwegs bin. Ja, klar. Also gefühlt bist du ja auch wahnsinnig viel unterwegs. Aber in der Regel nur Tagesausflüge. Okay. Ich bin selten mal eine Woche, so wie jetzt. Das mache ich vielleicht 4 Wochen im Jahr. Mhm, okay. Und er wahrscheinlich 40. Viele, ja. viele. Okay. Das heißt, du kommst abends immer nach Hause, aber wann kommst du ungefähr nach Hause? Früh. Ich komme eigentlich früh nach Hause. Also normalerweise, Sebastian, um 4 sind wir aus dem Büro raus normalerweise, wenn nicht irgendwas Wichtiges ist. Und dann sitze ich abends aber schon noch mal am Rechner. Aber ich bin dann auch zu Hause und habe Zeit für meine Familie. Das heißt, wie viele Stunden würdest du jetzt ungefähr sagen, arbeitest du am Tag? Keine Ahnung, 8 Stunden, 10 Stunden, aber hat schon 7 Tage die Woche. Also da gibt es auch noch keinen Sonntag, wo du mit der Familie dann rausgehst. Also es gibt es schon auch mal, aber das muss dann nicht ein Sonntag sein, das kann dann auch ein Dienstag sein. Jetzt ist es ja so, wir haben vorhin schon beim Raufgehen so ein bisschen drüber gesprochen, Workshops zum Beispiel gibt es im Moment gar nicht. Jetzt wegen Corona gebe ich jetzt einfach gar keine. Ich werde auch viel angeschrieben. Ich plane jetzt keine Workshops, die ich dann doch wieder absagen muss. Also mache ich einfach nicht. Mhm. Sonst mache ich vielleicht 3-4 Workshops im Jahr. Ja. Und so Videotrainings, ist das eine Sache, die dich reizen würde? Oder? Ja gut, also für reizen ist sowieso das falsche Wort. Videotrainings würde ja heißen, ich mache ein Video und gib das nicht gratis auf YouTube raus, sondern verkaufe das. Ja. So, das haben wir auch mehrfach schon angeschaut. Wir haben es jetzt dieses Jahr nochmal überlegt und gesagt, das machen wir nicht. Stattdessen mache ich die Kanalmitgliedschaft, wo wir einmal im Monat ein Video nur für die Kanalmitglieder machen und wo ich auch zwischendurch Sachen poste. Das ist so die Alternative dazu, weil das gibt mir ein bisschen mehr finanzielle Freiheit, um Sachen machen zu können, wie das jetzt hier, wo ich kein Geld für kriege. Und die Verkaufsvideos, habe ich das Gefühl, die Deutschen machen das nicht so richtig, die bezahlen nicht für Videos. Kann falsch sein, hat sich vielleicht auch geändert. Das ist einfach meine Erfahrung, die ich in den letzten Jahren gemacht habe. Ich glaube, bei dir ist anders, weil du machst Bildbearbeitung. Und das sehe ich, das habe ich mir auch schon gekauft, als ich angefangen habe. Aber so macht man Landschaftsfotos, als Video zu kaufen, würde ich nicht kaufen. Und deswegen denke ich, meine Fans kaufen es auch nicht. Weiß ich nicht. Weil es wahrscheinlich besser als Workshop funktioniert und 1:1. Genau, entweder als Workshop. Und es gibt ja schon sehr, sehr viel gratis, auch wie bei mir sehr, sehr viel gratis. Was kann ich denn in einem Kaufvideo noch machen, was ich nicht schon gratis rausgegeben habe? Und was nicht ein persönliches 1:1-Coaching voraussetzt, weil viele Sachen, klar, ist natürlich immer besser, du sitzt daneben. Klar. Deswegen, aber ob das ist richtig oder falsch, weiß ich nicht. Und wenn ich das Video mache, was ich verkaufe, mache ich in der gleichen Zeit was anderes nicht. Das ist ja auch immer so. Ne? Ja, das stimmt. Weil mehr Stunden hat mein Tag leider. Schwierig. Das heißt, um jetzt mal so ein bisschen auf das Wirtschaftliche zu kommen, was ist dann deine Haupteinnahmequelle? Das Zielfotomagazin. Das Zielfotomagazin ist im Moment das, was uns trägt, was uns jetzt auch durch Corona sehr gut getragen hat. Ich mache wenig Kooperationen, aber ein paar mache ich auch, für die ich Geld kriege. Und YouTube selbst bringt Werbung, aber sehr wenig. Kanalmitgliedschaft ist halt noch nicht so riesengroß, bringt auch nur so viel. Aber es kommt so alles zusammen so. Das heißt, du hast mehrere Säulen, auf die du dich stützen kannst. Und wenn dann eine mal wegbricht, dann ist es nicht ganz so tragisch. Außer vielleicht das Zielfotomagazin. Das wäre natürlich am dürfsten, genau. Ja. Also Amazon Affiliate zum Beispiel war mal meine Haupteinnahmequelle. Ist es längst nicht mehr. Da kommt nicht mehr viel rüber. Workshops mache ich jetzt gar nicht mehr. Sonst käme darüber Geld rein. Ich könnte ja auch, wenn das Zielfoto nicht mehr laufen würde, mehr Workshops machen eventuell. Dann würde ich halt den Fokus richten. Und dieses Jahr haben wir halt gesagt, wir konzentrieren uns mehr noch als sonst aufs Zielfoto. Weil halt alles irgendwie schwierig ist dieses Jahr. Würdest du dann im Schnitt sagen, ist es so, ich meine, du hast ja im IT-Job, hast du ja quasi aufgehört, weil du auch selber sagst, du warst so kurz vor einem Burnout irgendwie. Würdest du sagen, es ist jetzt insgesamt weniger oder eigentlich mehr? Also es sieht für mich so aus, so, okay, er kommt irgendwie so knapp am Burnout vorbei, macht sich selbstständig und macht jetzt aber genauso viel wie vorher. Ja. Oder mehr vielleicht. Ja, sogar. Aber einen Burnout kriegt man ja nicht, weil man viel arbeitet. Einen Burnout kriegst du, weil du Kontrolle über dein Leben verlierst. Weil du viel gefordert bist, viel arbeiten musst, in der Regel ist es ja Arbeit. Aber es können ja auch Kinder sein oder so. Du bist viel gefordert und hast keine Kontrolle. Und du hast immer das Gefühl, es wird immer mehr, ich komme nicht hinterher und ich kann es nicht kontrollieren. Aber dadurch, dass dein Terminkalender nicht so voll ist? Deswegen ist mir das so wichtig, dass der Kalender nicht voll ist. Ich habe zwar eine Liste an To-Dos und ich weiß, heute kann ich nicht alle von machen oder nicht dieses Jahr. Aber ich habe eben nicht diesen Druck, ich muss heute das und morgen das und morgen das und morgen das machen. Okay.
Ist der Druck denn aber trotzdem für dich irgendwie ein Stück weit gewachsen, dadurch, dass du einen Assistenten angestellt hast, dass das Studio größer ist? Also ist das so ein Schritt, wo man dann sagt, vielleicht war es nicht so gut, weil es mehr Druck für mich bedeutet? Ja und nein. Ich habe mich lange gezögert, jemanden anzustellen, weil ich wusste, dann ist halt einfach der will ein Gehalt haben und das geht von meinem Gehalt ab. Und die Frage ist, kann er das einspielen? Und was ist, wenn es mal schlecht läuft? Und was ist, wenn ich ihn rauswerfen muss? Und all diese Fragen stellt man sich ja. Also ja, ich muss jetzt einfach sein Gehalt mehr verdienen jeden Monat, sonst macht es keinen Sinn. Ja. Und die Frage ist ja, kann er mir das einbringen, indem er selbstständig arbeitet oder indem ich andere Sachen mache oder mehr Aufträge kriege oder sowas. Aber ja, also Sebastian und ich ergänzen uns jetzt halt sehr, sehr gut, auch im Sinne von, ich bin halt handwerklich total ungeschickt, er ist total geschickt. Okay. Also er macht ja nicht nur Film, sondern er hängt halt auch Lampen auf und solche Sachen. Und dadurch sind wir eigentlich ein sehr, sehr gutes Team und machen uns gegenseitig das Leben leichter. Also er macht mir das Leben leichter. Und das ist ja auch was wert. Und ich kann sagen, ich verdiene jetzt mehr als vor einem Jahr, definitiv. Ob das an ihm liegt oder nicht, ist ganz, ganz schwierig. Aber ich glaube, er trägt schon auch dazu bei. Meine Filme sind sehr viel besser geworden. Deswegen kriege ich nicht zwingend mehr Aufrufe sofort, aber langfristig halt schon. Oder deswegen kriege ich vielleicht mehr Kooperationen oder mehr Aufträge, die dann sein Gehalt auch bezahlen oder so. Und zu zweit schafft es ja wahrscheinlich auch insgesamt mehr Content zu produzieren, weil nicht alles an dir hängen bleibt. Genau, wir schaffen einfach auch mehr zu machen. Also nicht, natürlich nicht doppelt so viel, weil wir natürlich auch viel Zeit verschwenden, weil wir Sachen besprechen, die für mich klar sind. Mhm. Weil irgendwie, wir machen das so, und aber er fragt, aber warum denn? Aber dieses Warum denn ist ja häufig auch gut. Die Diskussion ist ja häufig auch klar, gut. Klar, mal was hinterfragen ist ja nie schlecht. Ne? Ja. Besprecht ihr euch gerne so, was jetzt in der kommenden Woche so Social Media technisch ansteht? Also welche Videos wollt ihr drehen? Was kommt auf Instagram? Diese ganzen Social Media Kanäle, die müssen ja bespielt werden. Ja. Macht ihr euch da einen Plan vorher? Nee, wir machen keinen Plan, aber wir haben eine To-Do-Liste halt einfach. Sachen, die jetzt anstehen. Manchmal haben wir Termine. Zum Beispiel jetzt eben die neue Nikon, als die rauskam, hatten wir natürlich einen Terminplan, wann wir das Video releasen sollen. Da war der Termin klar. Wir haben öfter Prototypen, wo einfach ein Termin vorgegeben ist. Mhm. Ja, und ansonsten sprechen wir uns ein bisschen ab, was wir machen wollen auch. Das heißt aber auch, ihr produziert gar nicht so sehr vor, sondern die Videos werden gemacht und ein, zwei Tage später sind die dann draußen, oder? Genau. Also es ist nicht so, dass wir ein halbes Jahr im Voraus irgendwie Content produzieren. Das wäre effizienter, aber ich kann da natürlich überhaupt nicht reagieren auf irgendwas. Das ist, unser Content ist eigentlich immer mehr oder minder live. Mal war es, dass ich nach hinten stelle für ein, zwei Wochen aus irgendwelchen Gründen oder weil wir zu viel produziert haben. Aber das sind Ausnahmen. Mhm. Und ihr habt eigentlich so gesagt, 2 bis 3 Videos in der Woche sollten es sein? Wir haben halt die Wiesner News fix, die am Dienstag rauskommen. Und ich versuche sonst 1 oder 2 Videos zusätzlich zu machen. Ja. Mhm. Wie kommt man auf die Idee, ein Magazin für Fotografen herauszubringen? Also das würde mich echt mal interessieren, wie da der Gedankenweg war. Da muss man ja irgendwo erkannt haben, okay, da fehlt noch was auf dem Markt. Nee, habe ich nicht erkannt. Also ja, nein. Die Susanne hat mich angesprochen. Die macht halt professionell, das ist eine Designerin, die macht professionell hochwertige Magazine, schon seit vielen Jahren. Und die war bei mir auf dem Workshop und hat mich danach angeschrieben, ob ich nicht ein Magazin mit meinen besten Bildern machen will. Und ich sagte, das ist doch Quatsch, das will ja keiner haben. Hab dann aber halt drüber nachgedacht und ist mir eingefallen, bin damals viel klettern gewesen und wenn ich irgendwo in eine Region fahre, die ich nicht kenne, kaufe ich mir Kletterführer. Da weiß ich, wo man klettern kann und wie schwierig und so. Und warum nicht sowas in die Richtung für Fotografen machen als Magazin, so als Prototypen? Und das war dann auch relativ schnell klar für uns beide, dass das eine gute Idee ist. Wir haben aber gedacht, das wird auch keiner kaufen. Das war so als Hobbyprojekt so ein bisschen so, wir machen das mal und versuchen bei null rauszukommen, also beide kein Gehalt, aber zumindest haben wir ein Produkt, dass der Druck bezahlt wird. Mhm. Und dann habe ich das angefangen zu machen, habe es in Vorverkauf gestellt, relativ früh schon, und dann irgendwie unsere erste Auflage sollten 500 Stück sein, die waren irgendwie am ersten Tag weg oder so. Also ich gesagt, ich brauche mehr Papier. Und dann ist es ein bisschen außer Kontrolle geraten, ja. Weil die Idee einfach scheinbar eingeschlagen ist. Ja. Wie viele Follower hattest du damals? Also ist das alles über deine Bekanntheit jetzt schon gegangen, dass du 500 Magazine so schnell verkauft hast? Oder? Das ist jetzt vielleicht 5 Jahre her, sowas. Vier Jahre, glaube ich. Was werde ich da gehabt haben? 70.000 oder so. Mhm. Also ist es schon über deine Bekanntheit gekommen? Ja, das kaufen haben natürlich am Anfang, kannte es ja keiner, haben nur Follower gekauft, die mir halt vertraut haben, das Gefühl hatten, dass wenn der Wiesner das macht, ist das gut. Und das ist auch heute noch so. Also ich habe jetzt das Handwerkerbuch in den Vorverkauf gestellt diese Woche. Und das verkauft sich also auch extrem gut, viel besser, als ich erwartet hatte. Obwohl das jetzt auch hochpreisiger ist natürlich. Weil die Leute wissen, der Wiesner produziert hochwertigen Content, was mich natürlich auch unter Druck setzt. Mhm. Und warum ein Magazin und kein Buch? Weil es ist ja, es kommt halbjährlich raus. Mhm. Man könnte ja auch sagen, das ist ja eigentlich auch
Content für ein kleines Buch. Genau. Warum ein Magazin? Das ist tatsächlich so, dass die Idee vom Magazin war einfach, weil die Susanne aus dem Magazinbereich kommt. Deswegen war die Überlegung schon auch mit Buch, aber es war relativ klar, dass es ein Magazin ist. Wir haben halt nicht damit gerechnet, dass das so erfolgreich ist. Und das holt uns jetzt so ein bisschen ein, weil ich eine relativ kleine Auflage der ersten Ausgaben hatte und jetzt sehr viele Leute es kaufen wollen. Es gibt es halt nicht mehr. Und bei eBay wird das inzwischen für sehr viel Geld verkauft. Aber wenn es ein Magazin sein soll, kann es nicht beliebig viele Auflagen geben, weil sonst ist es kein Magazin, sondern es ist ein Buch. Ja. Das ist ein bisschen so, weil ein Magazin hat ja immer auch ein bisschen Sammlercharakterwert. Und dazu kommt natürlich so ein bisschen die Problematik, dass es relativ hochpreisig ist. Wenn ich da ein Hardcover raufmachen würde und es Buch nennen würde, wäre es billig mit dem gleichen Inhalt. Aber weil es ein Magazin ist, ist es teuer, weil kein anderes Magazin so teuer ist. Und viele kaufen es nicht, weil es ihnen zu teuer ist, für ein Magazin so viel Geld auszugeben, kaufen dann aber für 40 Euro Galileo-Bücher. Ja. Wie ist es so von dem Feedback zum Magazin von jetzt zum Beispiel Locals? Also ich meine, Aaron Karaman zum Beispiel, den hatten wir in unserem ersten Podcast, der zum Beispiel ist immer relativ schnell angepisst, wenn zu viele Leute an seine Local-Spots kommen. Ja. Also kriegst du da irgendwie Gegenwind oder ist es so, dass das eigentlich... Genau die gleiche Diskussion gibt es tatsächlich bei den Kletterführern. Die Locals sind immer nicht so happy, wenn ein Kletterführer für ihre Region rauskommt, weil da kommen viele andere Kletterer und sie haben nicht mehr so viel Ruhe. Aber jeder Kletterer benutzt einen Kletterführer, wenn er irgendwo hinfährt. Also es ist so ein bisschen Geben und Nehmen. Ja. In der Sächsischen Schweiz war das tatsächlich so, da haben wir sehr viel Gegenwind gekriegt, weil die Locals halt da überhaupt nicht drüber amused waren. In allen anderen Regionen ist es überhaupt kein Problem. Das war nur da so, dass die sich beschwert haben. Es gibt immer Einzelstimmen natürlich, aber ich mache ja auch keine geheimen Spots, sondern in der Regel mache ich die schönsten Spots, die man kennt sowieso jeder, der da wohnt oder der sich damit beschäftigt. In der Regel sind das Spots, die man auch ganz schnell über eine Internetsuche findet. Mhm. Ich nehme den Leuten halt die Arbeit ab, selbst zu recherchieren. Ja. Also für mich passt das soweit. Also ein Wanderführer, hier gibt es ja auch einen Wanderführer, der genau hier hinführt. Klar. Da steht nur nicht drin, komm zum Sonnenaufgang. Genau. Aber was anderes mache ich ja nicht. Ihr bringt das Magazin jetzt einmal im halben Jahr raus. Mhm. Wie viel Arbeit steckt in so einem Magazin drin? Brauchst du dafür auch ein halbes Jahr? Ja. Oder? Da ist tatsächlich sehr viel Arbeit drin. Wir geben uns halt Mühe, dass wir zu jedem Spot, sofern das geht, auch hinfahren. Nicht zu allen, aber zu allermeisten fahre ich selbst hin. Also jetzt hier ist ein typisches Beispiel. Ich bin jetzt hierher gefahren, habe mir das angeguckt. Ich habe ein moody Foto gemacht, aber kein schönes Foto. Und jetzt sofort die Frage, komme ich nochmal und versuche besseres Wetter zu haben oder frage ich meine Follower, ob einer ein schönes Bild hat, das ich kaufen kann. Das ist so das. Also ich versuche alles selbst zu bereisen. Ich gebe mir sehr viel Mühe in der Planung. Ich gebe mir sehr viel Mühe mit den Texten, mit dem Layout und so weiter. Also wir brauchen wirklich ein halbes Jahr. Also vielleicht könnten wir drei Magazine im Jahr schaffen, aber dann müsste was anderes weggehen halt. Weil schon sehr, sehr viel Arbeit ist. Auch man schätzt das, wie viel Arbeit das nachher ist im Layout. Das macht die Susanne zwar, aber ich rede ihr nicht viel rein, aber ich rede da schon auch rein. Und erst wenn ich es layoutet sehe, sehe ich, ja, aber Mensch, das Foto passt nicht. Wir brauchen ein anderes Foto oder da fehlt noch ein Foto oder dann schreibt sie mir, der Text ist zu lang oder zu kurz. Damit das nachher ein richtig rundes, hochwertiges Magazin ist, ist es sehr, sehr viel Feinarbeit. Ist klar, ne? Von 80% auf 90% zu kommen, ist halt echt viel Arbeit. Klar, ja. Und du gibst ja aber auch den Leuten die Möglichkeit, mit an dem Magazin mitzuarbeiten in Form von Gastbeiträgen. Ja. Schreibst du die irgendwo aus? Sagst du dann Bescheid, ich suche jetzt hier gerade für die Region was? Oder wie funktioniert das? Teilweise suche ich mir Leute, weil ich weiß, die sind in Norddeutschland und machen da viele Fotos. Also im norddeutschen Magazin wird der Tim Alrich mehrere Artikel liefern. Der ist halt in Mecklenburg-Vorpommern sehr aktiv und macht da ganz, ganz tolle Fotos. Den habe ich jetzt kontaktiert, weil mir den jemand empfohlen hat, dass der auch gut schreiben kann. Aber gleichzeitig habe ich auch aufgerufen für Fotos aus Norddeutschland und die Leute schicken mir dann auch Sachen. Oder ich sehe auf Instagram ein Foto und sage, Mensch, das wäre doch cool dafür. Also so eine Mischung aus allem. Aber hier wäre jetzt zum Beispiel so, wenn ich sage, ich suche jetzt hier noch ein schönes Sonnenaufgangbild und weil der Felix ja keins hat, würde ich jetzt einen Aufruf machen und sagen, wer hat ein ganz tolles Foto von diesem Spot? Und dann suche ich halt eins raus und wie gesagt, ich zahle das Ganze, wir zahlen 100 Euro für ein Foto beziehungsweise 250 Euro für einen Artikel. Wonach wählst du dann aus, wer einen Artikel schreiben kann? Oder beziehungsweise ist es dann so, dass du dir jemanden suchst, okay, der ist in der Region bekannt, weil er... Nee, nicht weil er bekannt ist, sondern weil der halt was dazu sagen kann. Okay. Also der Tim Alrich zum Beispiel weiß ich, dass der halt sehr aktiv ist da in der Sache und dass er auch ein bisschen schreiben kann. Hat auch ein eigenes Buch rausgebracht gerade. Und dann sage ich halt, ich will nicht nur Fotos haben, sondern machen wir auch gleich eine Story Text dazu. Ja. Nicht, weil ich es mir einfacher machen will, sondern ich finde, das ist auch wichtig für das Magazin, dass es nicht ein Best of Stefan ist, sondern dass es quasi von uns für euch ist. Und es sind ja immer andere Leute drin. Genau. Deswegen jetzt für Bayern zum Beispiel würde ich dich zum Beispiel auch kontaktieren und sagen, hast du nicht einen interessanten Spot und eine Story dazu? Weil es Sinn macht, dass die Leute auch was von dir lesen, von dir sehen und nicht nur von mir. Ja, weil es soll keine Selbstdarstellung sein, sondern es soll schon
Einfach ein guter Austausch in der Community. Und ich glaube, das wertet das Ganze auch auf. Ja, klar, bestimmt. Logisch. Und es kann nicht jeder schreiben, es will auch nicht jeder schreiben, das klärt man dann. Dann schreibe ich vielleicht eventuell oder schreiben halt nur eine Kurzbeschreibung oder so. Es muss ja nicht zu jedem Support auch eine Story geben. Logisch, klar. Wie kam es eigentlich zu dem Namen Zielfoto? Weil ich tatsächlich schon immer irgendwie, seit ich fotografiere, von Zielfotos gesprochen habe oder seitdem ich richtig fotografiere. Ich glaube, das war für mich der entscheidende Punkt, dass ich sage, ich bin ein Fotograf, dass ich nicht knipse, weil ich fahre irgendwo hin und hier ist schön und ich mache ein Foto, sondern ich fahre gezielt irgendwo hin oder ich plane ein Shooting gezielt und mache ein Zielfoto. Und als wir nach einem Namen für das Magazin gesucht haben, ist das dann irgendwann aufgepoppt und gesagt, ja Mensch, genau darum geht's ja. Ich fahre ja irgendwo hin, um mein Zielfoto zu machen. Hm. Wie hoch ist die Auflage jetzt so aktuell? Da möchte ich nicht drüber reden. Okay. Weil das Problem ist, um das ganz kurz aufzugreifen, wenn ich jetzt sage, meine Auflage ist 10.000, dann rechnet jeder 10.000 mal 22 Euro. Der Wiesner ist furchtbar reich. Ach so, weil keiner rechnet die Kosten ab, die dafür entstehen. Klar. Bei Umsatz und Gewinn ist nicht das Gleiche. Ja. Ist ja auch in dem Bayerischen Rundfunkbeitrag auch ein bisschen erklärt, was davon ja tatsächlich auch nochmal abgeht. Ne? Also, genau. Ja. Der war natürlich ein bisschen schwierig, um das nochmal aufzugreifen, weil der ist aufgenommen wurde, als Corona gerade anfing und wir dachten, wir sterben jetzt alle. Und ich dachte, ja, es war tatsächlich so. Und ich dachte, das nächste Jahr verdiene ich irgendwie gar nichts und so. Das heißt, die Zahlen, die ich da nenne, sind auch sehr pessimistisch. Es geht mir sehr viel besser. Das war zu dem Zeitpunkt aber nicht sichtbar. Okay. Mhm. Das war einfach ein sehr schwieriger Zeitpunkt. Ja, klar, wenn du ins Ungewisse quasi irgendwie genau, da gehst. Genau, als Geschäftsführer ist es natürlich so, dass ich zahle mir ein relativ kleines Gehalt und habe halt eine Gewinnbeteiligung im Grunde, vorausgesetzt, ich mache einen Gewinn. Und das ist natürlich immer ungewiss, weil ich jeden Monat einen anderen Umsatz habe. Ja, logisch. Aber kann man das irgendwie, wie schätzt du das denn ab, wie viele Leute an so einem Magazin interessiert sind? Also ich meine, du gehst ja in Vorleistung damit. Und wie kann man da jetzt sagen, okay, also das sind ja sehr große Margen auch, ne? Und das ist ja schon ein relativ hohes Risiko, was du da auch eingehst. Wenn es irgendwann mal nicht funktionieren sollte, dann kann das ja auch mal noch. Das ist natürlich so. Also gerade jetzt bei dem Handwerkerbuch ist es tatsächlich neu wieder ein Thema, weil der Druck viel teurer ist natürlich. Und ich keine Ahnung, kein Gefühl habe, wie viele Leute das kaufen werden. Und wir werden jetzt 2500 Stück davon drucken. Das ist so eine typische Auflage für ein Fachbuch. Also ganz typisch, das ist immer die Standardzahl 2500. Ich gehe nicht davon aus, dass wir die alle verkaufen, jetzt so auf Anhieb natürlich. Ich müsste aber 2000 verkaufen, nur um auf Null zu kommen. Oh, okay. Das heißt, wahrscheinlich werde ich damit zumindest dieses Jahr mal einen Verlust machen. Mhm. Aber die Bücher liegen ja dann noch da und ich hoffe, ich werde sie dann irgendwann los. Aber keine Ahnung, vielleicht reißen die Leute mir das auch aus der Hand und es ist sofort vergriffen. Das weiß ich einfach nicht. Beim Zielfoto habe ich natürlich eine gewisse Erfahrung und ich habe ein Gefühl, Norddeutschland, das interessiert sehr viele Leute. Das wird wahrscheinlich sich ein bisschen besser oder schlechter verkaufen als das letzte. Das versuche ich dann abzuschätzen. Und dann ist es halt so. Und natürlich haben wir immer die Möglichkeit, auch nochmal Nachdruck zu machen, was wir aber eigentlich jetzt nicht mehr machen wollen. Aber gerade so das Buch, was du jetzt auch produziert hast, das ist ja, habe ich so mitbekommen, es ist ja auch ein Herzensprojekt. Ne? Das ist ja am Anfang, glaube ich, gar nicht, die Fotos sind ja gar nicht am Anfang mit der Intention entstanden, ich möchte daraus jetzt ein Bildband machen. Doch. Ja, doch? Doch, okay. Also die Story dazu ist eigentlich ganz witzig. Ich sage in meinen Videos häufig, 35 mm, damit kann man einen Mann bei der Arbeit fotografieren. Und irgendwann habe ich mir ein bisschen mal aufgefallen, ich fotografiere gar keine Männer bei der Arbeit. Und da kam so die Idee, ich müsste mal so ein Handwerkerprojekt machen. Und dann, wo relativ naheliegend, ja, machen wir doch ein Bildband draus. Dann habe ich gesagt, das mache ich nicht. Relativ lange mit mir rumgetrieben und immer gesagt, das kann ich nicht. Weil du musst ein Interview machen und du musst es fotografieren und zwar irgendwie 20, 30 Leute in ihrer Werkstatt, immer anderes Licht und immer Leute, die keinen Bock drauf haben, die auch nicht fotogen oder sich nicht fotogen fühlen. Mhm. Relativ schwierig und das dann auch noch hochwertig zu drucken. Das sind ja sehr unterschiedliche Skills auch. Ja. Und die hatte ich vor einem Jahr noch nicht, auch vor zwei Jahren nicht. Und vor einem Jahr habe ich dann irgendwann mich bequatschen lassen, so ein bisschen von meinen Freunden, das halt eben doch zu starten, aber mit der Gewissheit, ich kann das zu diesem Zeitpunkt nicht, ich muss das lernen. Also es war für mich auch ein Lernprojekt und ich habe da viel bei gelernt. In allen diesen Bereichen, sowohl beim Fotografieren als auch in der Interviewführung, als halt eben auch mit dem Druck. Und deswegen war es für mich so ein bisschen die Frage, weil ich nenne mich Fotograf, aber ich habe keinen Schein, ich habe keine Ausbildung als Fotograf oder irgendwie einen Master oder was. Das heißt, es ist ein bisschen die Frage, kann ich mich eigentlich Fotograf nennen? Meine Hater schimpfen mich natürlich auch immer, du bist gar kein Fotograf und das prallt zwar ab, aber es prallt ja nicht 100% ab. Es ist immer so ein bisschen so irgendwie, ich müsste irgendwie ein Papier haben, wo draufsteht, ich bin Fotograf. Mhm. Aber das macht keinen Sinn, dass ich eine Fotografenausbildung mache. Aber mit so einer Arbeit ist es auch ein Stück weit so ein bisschen quasi wie mein Meisterwerkstück so ein bisschen, dass ich sage, weil das kann eben nicht mehr jeder. Weil das ist echt schwierig. Wenn du überlegst, du fotografierst 20 Leute an 20 verschiedenen Terminen, an 20 verschiedenen Orten und die sollen nachher alle nebeneinander gedruckt werden können. Und das sieht aus, als wenn es an einem Termin gewesen wäre. Das ist schwierig.
Das ist sehr schwierig, ja. Also es sei denn, du hast ein Studio dabei, dann ist es einfach, aber alles andere ist schwierig. Also ich habe es mir auch selbst ein bisschen schwer gemacht, um zu sagen, irgendwie, ich zeige mal, was ich kann. Wie ist das denn generell? Wie gehst du mit Kritik um im Internet? Weil ich kenne das ja selber auch. Mhm. Es gibt ja immer mal wieder Leute, die dann auch mal blöde Kommentare schreiben und vielleicht auch gar nicht, manche sind berechtigt, manche sind auch gar nicht nachvollziehbar. Wie gehst du mit Kritik um? Also mit vielleicht auch eher mit nicht konstruktiver Kritik, nennen wir es mal so. Genau. Also konstruktive Kritik ist natürlich grundsätzlich immer willkommen. Häufig ist sie halt konstruktiv gemeint und ist nicht konstruktiv. Und es gibt einfach auch die Idioten. Da bin ich inzwischen sehr, abgebrüht ist auch falsch. Aber ich habe halt, wenn mich jemand einfach beschimpft, dann wird er geblockt und dann denke ich auch nicht mehr drüber nach. Das prallt total ab, das geht durch. Oder wenn der negative Sprüche macht über meine Models oder über meine Freunde oder so, wird er geblockt und ist erledigt das Thema. Schwieriger sind halt die eben nicht richtig böse sind, aber so halb böse und gehässig und so, das ist immer ein bisschen schwierig. Weil ein bisschen bleibt es natürlich schon hängen, weil ich bin mit Herzblut dabei und ich finde das auch richtig und wichtig. Meine Fans schreiben mir dann immer, nimm das nicht so zu Herzen, aber wenn ich es mir nicht zu Herzen nehme, dann bin ich auch nicht mehr mit dem Herzen dabei. Mhm. Dann ist es ein Job und ist mir eigentlich egal, was die Leute denken. Und das ist auch falsch. Deswegen ist es ganz, ganz schwierig. Ich versuche es mir nicht zu nahe zu nehmen und inzwischen kann ich das auch ganz gut, glaube ich. Also das heißt, ich dachte irgendwie, vielleicht hast du so eine Art Kamerapersönlichkeit, die quasi dann vor der Kamera ist, auf die diese Negativkommentare bezogen sind. Aber eigentlich, dich als Person tangiert dich überhaupt nicht, weil es ist ja deine Kamerapersönlichkeit und nicht dein eigentliches Ich. Aber du bist einfach so, wie du bist, oder? Du hast mich ja jetzt gesehen, als wir hochgelaufen sind und dann haben wir die Kameras angemacht. Habe ich mich verändert? Nö. Siehst du? Ja. That's me. Also das heißt, es gibt jetzt nicht irgendwie so eine Bewältigungstaktik dafür, wo man sagt, oder die hast du zumindest nicht, wo du sagst, ja, damit kann ich umgehen, weil ich das und das mache. Nein, also ich kann damit umgehen, weil ich das seit Jahren mache und das kam ja nicht von Anfang an so viel, sondern es kam ja peu à peu und so viel ist es auch nicht, das muss man natürlich auch sagen. Okay. Ja, weil du neulich mal in einem Video gesagt hast, ich glaube, es war in den Wiesn-News, ich weiß gar nicht, warum so viele Leute mich hassen. Ja, es gibt tatsächlich relativ viele, die mich hassen. Auch ich sehe das ja nicht bei mir, weil die habe ich geblockt dann in der Regel. Aber ich sehe das dann auf anderen Seiten. Ich gucke ja auch bei anderen natürlich vorbei. Und das steht vielleicht bei dir unter einem Video irgendwie, dass der Stefan doof ist oder so. Und ich hasse den Stefan, warum auch immer. Ich kann es natürlich nicht nachvollziehen, weil ich denke ja, ich bin zu allen Leuten nett. Aber ich habe halt einfach eine gewisse Art, die manche Leute abstößt. Das weiß ich, das war schon immer so. Da muss ich einfach mit leben. Okay. Das ist einfach so. Ich bin zum Beispiel jemand, der sehr schnell spricht. Das mögen viele Leute nicht, aber ich kann das nicht ertragen, wenn jemand super langsam spricht. Also das ist ja einfach nur anderes Tempo. Und ich wirke sehr selbstbewusst und auch das können viele Leute nicht, weil sie das als arrogant abhandeln. Mhm. Ich werde häufig als arrogant benannt, was ich nicht bin oder jedenfalls nicht mit Absicht bin natürlich. Niemand ist mit Absicht arrogant. Ist ja auch klar. Aber wenn ich mich hinstelle, ich kann das, dann heißt es sofort, der Wiesn ist arrogant. Obwohl es eigentlich nur Selbstbewusstsein ist. Ja, aber wenn ich mich nicht hinstelle und sage, ich kann das, dann mache ich es auch nicht. Und dann brauchst du auch keinen YouTube-Kanal. Dann brauche ich auch keinen YouTube-Kanal, genau. Oder diese Selbstdarstellung. Bin ich ein Selbstdarsteller, weil ich einen YouTube-Kanal habe? Ein Stück weit natürlich schon, logisch. Wenn ich super introvertiert wäre, dann würde ich keinen YouTube-Kanal machen. Das liegt in der Natur der Sache. Aber ich bin tatsächlich relativ introvertiert. Ich bin eigentlich so ein Computer-Nerd. Aber ich kann mich überwinden. Aber ich bin auch nach über 1000 Videos immer noch nervös, wenn ich mich vor die Kamera stelle. Okay, echt? Weil ich einfach nicht der Typ dafür bin eigentlich. Aber ich muss natürlich und ich muss mich auch selbst ein bisschen pushen dazu. Und kann das inzwischen auch gut. Aber das ist halt so, dadurch wirke ich halt so ein bisschen arrogant, ja. Aber würdest du dann sagen, dass es für deine Persönlichkeitsentwicklung irgendwie nochmal was gebracht hat, diese ganze YouTube-Geschichte? Würdest du sagen, du hast dich durch die YouTube-Geschichte nochmal irgendwie verändert, sei es in deinem Selbstbewusstsein, in deinem Auftreten generell, oder? Mhm. Ist natürlich ein bisschen schwierig, weil in 7 Jahren verändert sich jeder. Das ist natürlich so. Klar. Aber ja, es hat mein Leben natürlich sehr geprägt und dadurch auch mich. Also auf jeden Fall, ja. Auch natürlich, weil ich inzwischen sehr viel besser frei reden kann. Also du kannst mich morgens um 5 wecken, mir eine Kamera ins Gesicht halten und ich kann einigermaßen klare Sätze sinnvoll reden. Ja, okay. Das ist natürlich so einfach Routine auch. Und schwierig, weil ich nicht weiß, was gewesen wäre, wenn ich das nicht gemacht hätte. Und man ja selber seine Außenwirkung meistens nicht so auf dem Schirm hat. Würde dich jetzt nach 7 Jahren vielleicht wieder jemand treffen und sagen, Mensch, ey, du hast dich ja total verändert. Mhm. Also man selber merkt ja diesen Prozess nicht und Leute, die um einen rum sind, vielleicht auch nicht, aber vielleicht. Aber das ist genau spannend, wenn man einen YouTube-Kanal hat, dann kann man sich nämlich seine alten Videos mal anschauen und dann mal gucken, hat man sich verändert. Hast du das Gefühl, dass du dich verändert hast? Ja, auf jeden Fall. Also sehr, sehr verändert. Also natürlich, wie ich mich präsentiere im Video sowieso, nicht nur bildtechnisch, sondern auch wie ich vortrage natürlich. Ja. Klar, auch wie ich aussehe natürlich, ich bin 7 Jahre älter. Hatte aber da schon keine Haare von so einer. Fällt nicht ganz so auf.
Doch, also ich habe mich sehr verändert, auch als Mensch. Natürlich habe ich mich verändert als Mensch. Aber ich habe in den letzten 4 Jahren, ich habe geheiratet, ich habe ein Kind gekriegt, ich habe das Land gewechselt. Natürlich hat sich mein Leben auch sehr verändert und das prägt dann ja auch. Wie viel davon ist YouTube, wie viel davon ist mein Beruf, der sich so sehr geändert hat, wie viel ist meine Frau? Das ist ja eine Summe von allem. Das stimmt, ja. Ja, definitiv. Mhm. Wir haben da hinten was stehen. Und jetzt wird es vielleicht für euch Zuschauer auch mal interessant, denn diesen Rucksack, den haben wir schon mal gezeigt. In der Folge mit Stefan Hefele. Lauter ja. Stefans. Genau, denn dieser Rucksack, jetzt haben wir nämlich endlich den dritten im Bunde hier mit im Video, der diesen Rucksack mitentwickelt hat. Stefan, du bist da auch. Ja. Ich bin der Auslöser. Mehr oder weniger? Schuld. Genau. Du ja. bist schuld. Ich habe den Thomas immer bequatscht. Der Thomas Kosispeed, der macht ja diese Hüfttaschen. Und da habe ich ihn bequatscht, dass er eine Outdoor-Vision macht damals. Und dann habe ich ihm immer gesagt, warum machen wir nicht auch irgendwie meinen Rucksack? Und er hat immer gesagt, nee, das macht er nicht. Und irgendwann hat er gesagt, ja. Ich mach ja schon. Genau. Und dann haben wir halt das Projekt gestartet. Also es ist nicht mein Rucksack, ich habe den nicht entwickelt oder sowas, das bitte nicht falsch verstehen. Ich habe einfach Input gegeben und ich habe den Thomas motiviert, dass er einen Rucksack macht. Das ist ein Cosispeed-Rucksack, den er zusammen mit VD gemacht hat. Ich war aber beim ersten Meeting mit VD dabei, also ich habe das Ganze ins Rollen gebracht oder mit ins Rollen gebracht. Habe mich dann aber nachher auch wieder ein bisschen rausgeklinkt, weil es nicht zwingend, es ist eben nicht der Stefan-Rucksack. Also ich hätte jetzt ein paar Sachen anders gemacht, einfach was in der Natur der Sache liegt. Klar. Ist der zu groß, ist er zu klein, hat er die falsche Farbe? Es hat ja auch jeder ein bisschen andere Anforderungen genau. an so ein ja. Ding. Genau. Ja, genau. Ja, genau. Das Schöne an dem Ding hier ist, die Folge hier erscheint ja an Nikolaus. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, diesen Rucksack zu gewinnen. Ich würde sagen, ihr kommentiert einfach mit Fotohiker44 unter das Video. Das ist doch eine schöne Idee. Und genau. unter allen Einsendungen wird das dann quasi eine Woche später verlost. Ja. Genau. Wir haben natürlich auch euch wieder mit ins Boot geholt und haben euch gefragt, ob ihr Bilder einschicken wollt, die wir uns zusammen anschauen wollen. Und es gibt natürlich auch noch ein paar Zuschauerfragen. Ihr habt diesmal sehr, sehr viele Bilder eingeschickt. Leider können wir nicht alle mit reinnehmen. Deswegen, wenn ihr nicht mit dabei seid, nicht traurig sein, schickt einfach beim nächsten Mal neuer mit ein oder wir gucken uns beim nächsten Mal noch weitere von euch an. Ich habe jetzt mal 6 rausgesucht und Stefan, ich würde dir das iPad einfach mal in die Hand geben. Ja. Und hast du es desinfiziert? Mal gucken. Oh, ja, nein, alles nein. desinfiziert. Es sieht nur so. Ja. Okay. Es sieht nur so dreckig aus. Kann ich das drehen? Ja. Ja, sehr schön. Du blendest die Fotos ein, also ich muss nicht erklären, ja, genau. was ich da sehe. Ja, ne? okay. ja. Sehr schön. Also führende Linie total schön genommen. Persönlich wäre ihr, aber das hat er wahrscheinlich, das ist immer ganz schwierig. Ich sehe jetzt das Foto und ich weiß nicht, rechts ist ein Abgrund oder nicht. Warum bist du nicht nach rechts gegangen? Weil da ein Abgrund ist. Keine Ahnung, weiß ich ja nicht. Weil die führende Linie geht jetzt genau gerade rein. Persönlich mag ich das lieber, wenn die ein bisschen schräg ist, ganz bisschen schräg zumindest. Wenn er weiter rechts oder links gestanden hätte, wäre das passiert. Aber und ich habe keine Ahnung, wie groß der Baum ist, weil ich keinen Bezugspunkt habe. Wenn da eine Bank wäre oder sowas, ist halt nicht, kann man ja nicht ändern, dann wüsste ich, oh, das ist ein großer, mächtiger Baum, vielleicht ist auch nur ein Bäumchen. Das kann ich eigentlich nicht beurteilen so richtig. Man kann so ein bisschen über den Trampelpfad, kriegt man vielleicht ein bisschen die Größe. Ein bisschen Verhältnis und an, die Blätter sind ja. irgendwie relativ klein, also schon ein mittelgroßer Baum wahrscheinlich, genau. Aber ist ja auch nicht schlimm oder sowas, ist nur das, was mir sofort, wo ich sofort dran denke, kann ich das darstellen. Und wenn es nicht geht, dann geht das halt nicht. Aber ganz, ganz tolle Stimmung, weil die Linie mich zu diesem Baum führt und man sich sagt, ja, schöner Baum, schöne Wolken auch. Keine Wolken, ein langweiliges Foto. Ne? Also die braucht es da tatsächlich, finde ich. Auch Belichtung schön, auch die Nachbearbeitung dezent, sodass es also so ähnlich wird das ausgesehen haben. Ja, man sieht im Hintergrund erst auf dem dritten Bild, im dritten Blick, diese Felsformation. Sind das die, ist das im Harz? Ist das die Teufelsmauer? Sieht so ein bisschen ähnlich aus. Könnte im Harz sein. Könnte die Teufelsmauer sein. Sieht so ein bisschen aus. Nee, ich guck nachher, ich habe leider die E-Mails nicht da. Er hat ein bisschen was dazu geschrieben, dann können wir das nochmal. Auch da würde ich mich jetzt sofort fragen, sind die wichtig? Warum gehen die da so unter? Weil man sieht sie ja, ich habe sie erst wirklich nicht gesehen. Kann man das nicht hinkriegen, dass man die mehr darstellt oder sie weglässt? Weil so ist ein bisschen so, sind die aus Versehen da oder Absicht? Das weiß ich nicht. Auch beim fünften Blick weiß ich es immer noch nicht. Und der erste Blick war also, oh, geiles Bild. Und der zweite ist jetzt so ein bisschen, ich als Fotograf, ich als Kritiker sage so ein bisschen so, was ist mit diesen Felsen? Wichtig oder nicht? Und jetzt will ich wissen, wo ich bin. Vorher wollte ich jetzt gar nicht wissen. Dann haben wir gesagt, schöner Baum. Jetzt will ich wissen, wo ist das? Ja, aber toll, vor allem toll nachbearbeitet. Mag ich das so dezent. Ja, sehr, sehr schöne Stimmung. Auch die Wolken, wie sie reinkommen, ne? Hast du nochmal eine Führungslinie. Ne? Ja. Echt cool. Also, schön, wirklich schön gesehen. Wahrscheinlich so spazieren gegangen und oh, jetzt stopp, aber. Jetzt aber. Ja. Mein Magic Moment. Richtig cool, ja. Ja, genau. Das war einfach mal weiter. Genau. Natürlich auch dankbar, ne? Oh ja. Sehr dankbar, ja. Also Sonnenaufgang oder Untergang, das wissen wir wahrscheinlich morgens, ne? Sieht auch morgens aus irgendwie. Mhm. Sieht man das irgendwie? Wenn kein Nebel da ist, weiß man es nicht. Schwierig, ja.
Aber ja, so diese Abende oder Morgende, die man sich halt wünscht, ne? Wechselhafte Mischung aus Sonne und Wolken, und es klappt, dass die Sonne tatsächlich durchkommt, nicht so wie heute. mit halt Spiel, dadurch hast du Farben drin, Spiel von Licht und Schatten, auch dezent nachbearbeitet, also nicht irgendwie, man könnte jetzt hier, ne? Könnte jetzt irgendwie Sättigung mal irgendwie verdoppeln. Richtig reinklatschen. Dann wäre natürlich der Himmel bläulicher und das Gelbe gelber, aber es wäre halt auch irgendwie nichts, was mir gefallen würde. Also einfach ein schönes Bild. Auch, dass wir hier vorne Laub haben. Wir haben vorhin hier drüber gesprochen, dass die Äste so reinragen. Ich habe gesagt, das sieht doof aus. Hier nicht. Die sind halt da, das stört überhaupt gar nicht. Das trägt dazu bei. Sie sind halt auch nicht so ein störender Faktor. Ich meine, bei uns im Bild ist es halt genau, so. Genau, wenn jetzt hier so ein Ast reinreichen würde, dann würde ich sagen, den mache ich weg. Vielleicht war der einer, vielleicht hat er ihn weggemacht. Aber die überhaupt gar nicht. Also das stört mich gar nicht. Mehr. Schönes Bild. Schönes Bild. So. Das könnte man sich ins Wohnzimmer hängen und sagen, oh, schön. Was ich mir wünschen würde, wäre vielleicht tatsächlich noch ein bisschen eine klarere Linie ins Bild. Ich finde es, gerade dadurch, dass hier dieser Hügel ist und das hier so sehr breit wird, finde ich, ist der ganze Mittelgrund ist so ein bisschen, aber es ist halt der Aussichtspunkt, ne? Also ich würde mir vielleicht noch eine bisschen bessere Blickführung wünschen. Mhm. Ja, aber also das ist so. Also ich könnte dem Bild könnte ich keinen Titel geben, außer Sonnenaufgang am Stausee. Ja. Weil es keine klare, das ist tatsächlich so. Ja. Aber die Stimmung reißt das raus. Absolut, absolut. So, jetzt reden wir über Farbstich, ne? Oh. Könnte aber auch das iPad sein, ne? Nee, das ist nicht das iPad. Das weiß ich, das war auch schon in der E-Mail so. Dann hätten alle Apple-Produkte einen Farbstich. Also ganz toller Wasserfall, auch schön gesehen, persönlich. Ist relativ lange belichtet. Mein persönlicher Tipp ist immer bei Wasserfällen so eine halbe Sekunde. Sieht in der Regel besser aus als das, ist zu lange. Und es ist auch überbelichtet im Wasser, das ist immer ganz schwierig. Weil das Wasser sehr viel heller ist als diese Felsen. Und wenn man da nicht eine Belichtungsreihe machen möchte, muss man halt sehr an den Reglern ziehen, um das ein bisschen zu retten. Weil das einfach ausbelichtet ist und auch eine große Fläche ist. Wenn so das hier oben zum Beispiel, wenn so kleine Flecken ausbelichtet sind im Wasser, das ist okay, das macht gar nichts. Aber wenn große Flächen sind, dann stört mich das. Ja. Die Felsen hat er sehr schön nachbearbeitet, sehr schön rausgerissen. Also schönes Bild. Wasserfall zu lange, zu hell und falsche Farbe. Also der war niemals so türkisig. Und er hat das irgendwie global gemacht, weil der Felsen hier ja auch türkisig wird. Ja, wahrscheinlich die Weißtöne ausgewählt und da irgendwie reingezogen. Ja, das ist eine Teiltonung und Leitung wahrscheinlich. Und das ist total schade, weil es wäre ein super schönes Bild, also richtig schön, wird mir total gut gefallen, wenn er diesen Farbstich da nochmal rausmachen würde. Auch die Linien, wie sie laufen, perfekt. Ja, also schön gesehen, Vordergrund und Vordergrund nicht nur irgendwie ein Blatt hingelegt und gesagt, jetzt ist ein Vordergrund, sondern die Felsen halt geschickt genutzt, um das zu machen. Also geguckt und nicht irgendwie ein Standardprogramm abgezogen. Ja. Also ein guter Fotograf, der im Lightroom ein bisschen außer Kontrolle geraten ist. Out of control. Aber vielleicht mag das auch jemand. Also es ist nicht böse gemeint. Ne? Aber hier auch zum Beispiel, die Felsen sind ja nicht türkis. Also kann man das ist der komische Filter. Das ist schade. Ja. Aber lässt sich ja noch fixen. Das kann man auch, wenn du die Originaldatei noch hast, kannst du das ja noch korrigieren. Also muss man ja auch nicht. Ja, das ist natürlich auch sehr schön. Das ist doch das Ding neben dem Dings, wie heißt das, Neuschwanstein, oder? Ist das nicht ja. Ach, das ist diese Kapelle? Ich glaube, das ist die daneben, ja. Okay. Also Neuschwanstein ist dann, glaube ich, da rechts. Ich war noch nicht da, aber das Bild habe ich schon öfter gesehen. Das ist fast ein bisschen wie San Maddalena. Hat so ein bisschen ähnlich, ne? Ja. Genau. Also ja, super schön. Also tolle Stimmung natürlich, mit den Alpen hinten schon ein bisschen angeleuchtet, noch ein bisschen, kein richtiger Nebel, aber Dunst zumindest auf den Wiesen. Hier die alten Bauerngeräte, die tragen dazu bei, finde ich. Die geben dem Ganzen noch so ein bisschen, also so eine Stimmung, ne? Stimmung so ein Eindruck, bisschen. Ja. Tolles Bild. Also könnte man kaum besser. Das Einzige, was mich hier so ein bisschen stört, ist, dass der Baum so fast mit der Bergkette so ein bisschen abschließt. Aber das ist jetzt halt auch wieder so, ja, kann man schön finden oder das ist halt subjektiv. Ja. So, das ist aber vermutlich mich persönlich dem Umstand geschuldet, dass du nicht höher von dort kommst, ne? Ja. Also ich vermute, es ist fast gar nicht anders möglich. Genau, wahrscheinlich. Klar, es wäre jetzt gut, wenn man natürlich irgendwie eine Leiter dabei hätte und irgendwie 10 Meter hoch käme. Würde tatsächlich gut tun, das ist so, das kann man nicht. Ja. Aber dann wird der Kirchturm auch natürlich auch mehr vor den Bergen. Mhm. Ja. Und tiefer kann er wahrscheinlich nicht gehen, weil er ist jetzt relativ tief. Also wahrscheinlich aber ein niedriges Stativ oder so, weil wenn ich gucke, Perspektive ist wahrscheinlich 1 Meter hoch oder so. Also nicht so hoch, wie ich gehen würde. Und was natürlich fehlt, sind Wolken im Himmel. Das ist halt so, konnte er nichts führen. Das wird dem natürlich nochmal, ne? Geben. Aber aus wobei der Situation dadurch wird es natürlich sehr ruhig, ne? Also finde ich eigentlich schön. Das muss ja nicht immer die Bombastlichtstimmung sein. Ne? Also wirklich spontan sofort gesagt, tolles Bild. Und je länger ich drüber nachdenke, desto mehr sage ich, tolles Bild. Es ist auch technisch schön gemacht, finde ich. Alle Linien schön gerade und so. Ist ja nicht immer leicht mit Architektur noch drin. Ja, cool. Also einfach schlicht und simpel und gut. Also auf gute Weise schlicht und simpel. Dann einfach ein schönes Bild. Muli, der Bauernhof wahrscheinlich, so ein Bergbauernhof oder so, oder ein Gasthaus.
So typische Schwarzwald-Szenenbild oder so, ne? Bin ich jetzt persönlich nicht so ein riesen Fan von, dass das drei Viertel vom Bild oder zwei Drittel vom Bild einfach weiße Fläche sind, ohne jegliche Struktur. Zuschneiden. Man kann das halbe Bild wegschneiden und man verliert nicht eine Information. Aber ist von, also zumindest von hier sieht es so aus, als würde da oben noch eine Bergkette durchkommen, ne? Oder was ist das? Ist das ein Farbabriss? Ja, das ist vielleicht eher das Shape. Ah, okay. Ja, vielleicht, aber wir wissen es nicht, wir kennen es ja, nicht. Ja, von meiner Seite, also sieht es tatsächlich hier, ne? Ja, genau, da ist ja, so eine Linie, ja, sieht ja, aus wie so ein ganz bisschen, ja. Maybe, ja. Aber ganz ehrlich, wenn ich das jetzt abdecke hier und sage, dann hat es ein stimmungsvolles Bild mit Nebel, das sehe ich immer noch. Und ich verliere nichts, dass ich das wegschneide. Und wenn ich so viel Fläche wegschneiden kann, ohne dass die Stimmung sich ändert, dann. Und hier vorne genauso, er wollte ein bisschen Störer reinhaben. Also ja. Die Blätter vorne, die sind immer so dunkel, dass es eher fast nach Unfall aussieht. Die Bäume auch so komplett abgesoffen. Ja. Ne? Also du bist nicht so ein großer Freund von, ich kenne eigentlich nur den englischen Begriff, Negative Space, so diese White Space oder wie auch immer man das nennen möchte. Doch, aber sehr sparsam und nur da, wo es wirklich Sinn macht. So eine Felssäule im Island, Vik, am Strand da, diese eine Felssäule, Negative Space, so viel du willst. Ja. Aber hier ist kein spannendes Hauptmotiv, das das braucht. Mhm. Sondern es ist halt ein normales Haus, ein paar Tannen und eine sehr dunkle Wiese. Und ganz viel weiße Fläche. Also auch einfach den Kontrast ein bisschen weniger vielleicht reinnehmen. Dann Man kann sich's vielleicht eher, so ein Motiv funktioniert vielleicht tatsächlich besser, wenn das Haus irgendwie freistehender weiter von unten in so einer komplett leeren Weite. Ja, das wäre was anderes. Das wäre was anderes, genau. Vielleicht ist es das, wo er hin wollte, aber vielleicht, man weiß es ja nicht. Ja, sehe ich. Genau. Dichter rangehen und da oben auf die Wiese stellen, dass das Haus mehr von dem Himmel oder einfach das als quer nehmen und diese massive weiße Fläche da rausnehmen. Genau, Also ich persönlich. Aber das ist jetzt auch eine Frage des künstlerischen Geschmacks natürlich. Ja, cool. Letztes Bild. Lüneburger Heide. Hui. Das könnte jetzt ja direkt bei uns vor der Wilseder Berg oder sowas sein. Ja, natürlich sehr schön. Das sind so die Momente, warum man in die Lüneburger Heide fährt. Warum ich bei uns wohne, warum ich sage, bei uns ist es schön. Weil zwei Wochen im Jahr sieht das so aus. Geile Stimmung. Ja. Richtig geil. Die Heide ist am Blühen, wir haben die Birken da, wir haben eine schöne Stimmung drin, ein bisschen Gelbstich drin in der Nachbearbeitung. Aber das passiert natürlich schnell. Tolle Stimmung. Es hat keine richtig führende Linien. Es ist ein bisschen so, man sieht weite Fläche, aber es hat keine Linie, die mich irgendwo hinführt. Es hat kein Hauptmotiv, es sei denn, ich sage, dieser Baum ist Hauptmotiv, dann hätte ich es ein bisschen anders gemacht. Dann wäre ich vielleicht ein bisschen tiefer gegangen, aber wenn er tiefer geht, verliert er ein bisschen von der Heide vielleicht eventuell. Mhm. Und es geht ja auch um die Heide. Deswegen, also schön gesehen, die Morgen, die man haben möchte da. Also sehr, sehr schönes Bild. Da habe ich auch nochmal vor, zu dir dann irgendwann mal in die Region zu kommen. Ja, im August. Mhm. Nächstes Jahr im August. Ende August, wenn es halt schon ein bisschen kühler wird, dass man Nebel hat, weil das Problem ist, dann im August hat man meistens keinen Nebel natürlich, weil es einfach warm ist. Ne? Ja, vielen, vielen lieben Dank für eure ganzen tollen Einsendungen. Die Bilder waren diesmal echt auf sehr, sehr hohem Niveau. Tolle Bilder, Richtig, richtig gut. Mhm. Und ihr habt uns natürlich auch Zuschauerfragen geschickt und die würden wir jetzt einfach gleich mal mit reinnehmen. Ich weiß meine sogar auswendig, ich muss nicht nachgucken. Maxel hat gefragt, ob du tatsächlich neben dem ganzen YouTube-Buch und diesem ganzen Kram, ob du da noch andere Jobs machst, also Auftragsfotografie im klassischen Sinne? Nein, mache ich gar nicht mehr. Okay. Also gar nicht mehr im Sinne von zwei im Jahr oder sowas. Also Aufträge eigentlich gar nicht. Dieses Jahr habe ich, glaube ich, noch gar keinen gemacht. Ich mache Kooperationen mit Herstellern von verschiedensten Produkten. Das sind dann auch eher Videoproduktionen normalerweise. Aber bezahlte Fotos, also dieses Jahr, also seitdem es die GmbH gibt, wüsste ich nicht, nein. Und letztes Jahr vielleicht ein oder zwei oder so. Aber du hast wahrscheinlich in deiner Anfangszeit schon ein bisschen was gemacht, ne? Da habe ich viel gemacht, Auch Hochzeiten und sowas? Ich habe ein paar Hochzeiten gemacht, aber überwiegend dann auch für Bekannte und irgendwie ein, zwei so mal, aber für Bekannte von Bekannten halt auch so, ne? Okay, ja. Nie richtig. Ist nicht so mein Ding, weil ich dafür auch zu introvertiert bin. Als Hochzeitsfotograf muss man halt mit den Leuten sehr viel interagieren. Präsent sein und so weiter. Das muss ich mich sehr zu zwingen. Mhm. Mache ich nicht gerne. Vor allem Headshots, also Mitarbeiterfotos für Filme, solche Sachen. Okay, ja, klassisch. Ganz klassisch, langweilig, genau. Ja gut, aber da kommt das Geld her. Ja, klar. Und es ist tatsächlich überraschend schwierig zu sagen, du machst gute Mitarbeiterfotos von Leuten, die keinen Bock haben. Das ist wahnsinnig schwer. Die sind hinverdonnert, die fühlen sich nicht wohl vor der Kamera und die haben keinen Bock. Das macht den Job aber auch manchmal so, ich habe
das auch mal eine Zeit lang gemacht. Mhm. Mittlerweile bin ich ein bisschen weg davon, aber es ist so, man hat da oft dann irgendwann gar keinen Bock mehr, weil du von jedem hörst, vor der Kamera sehe ich doof aus, ja. So und so und ja. Das gefällt mir. Und ich mache dann den ganzen Tag dieselben Witze, weil jeder mit demselben Spruch reinkommt. Ja. Ich antworte ganz mit demselben Spruch. Und Schema F so. Ja. Willst du den Spruch verraten? Das würde mich mal interessieren. Naja, die kommen ja immer rein, auch vor der Kamera sehe ich so schlimm aus. Und ich sagte immer, das habe ich heute schon mal gehört. Oder ja, stimmt. Nein, ja, stimmt nicht, sondern das habe ich heute schon mal gehört. Und dann lachen sie schon mal. Ja. Weil die wissen ja nicht, dass ich das schon mal gesagt habe. Ja. Und dann ist ein bisschen das Eis schon ja, halb gebrochen. Ja, klar. Mhm. Ja, cool. Ich habe auch eine Zuschauerfrage. Und zwar, erinnerst du dich an einen bestimmten Moment in der Landschaftsfotografie, an den du dich sehr gerne zurückerinnerst? Gibt es so einen Special Moment, wo du sagst, auch da, das war schon echt ein cooles Erlebnis? Ungefähr 10.000, ja, natürlich. Also natürlich super viele. Das ist ja das Besondere an meinem Job, dass es, ich an ganz vielen, ganz magischen Orten bin. Also, ja. Mhm. Also, soll ich jetzt einen sagen? Ja, ich glaube, die Frage zielt darauf ab, ob du einen bestimmten hast, wo du immer, den du so rauspicken würdest. Also muss ich ja gar nicht in die Vergangenheit gucken. Vor 3 Wochen waren wir ja auch hier in Bayern schon. Da waren wir morgens zum Sonnenaufgang fotografieren auf einem Berggipfel mit Seen unter uns. Wir sind gestartet bei klarem Himmel, wir sind hochgelaufen, es war dichter Nebel und wir saßen da, ja, jetzt können wir wieder nach Hause gehen. Und hat es aufgerissen, total Magic Moment. Es war jetzt sehr cool, weil es hat aufgerissen vor der Kamera. Ja. Quasi, ich drehe mich um und es reißt auf und man sieht, dass ich mich freue. Und ich habe mich tatsächlich so gefreut, mhm. Das war ja nicht geschauspielert. Stimmt, das Video habe ich auch gesehen, das gibt es ja auf der YouTube-Kanal. Total Magic, ja. Das sind die schönsten Momente, wenn du dich 2 Stunden hochgequält hast. Und dann klappt es halt auch. Mhm. Gerade wenn das so in der Waage hängt halt. Ne? Ja, ja. Und davon gibt es natürlich ganz, ganz viele. Ne? Mhm. In der Regel, je anstrengender und je unsicherer, desto schöner die Erinnerung. Ja. Eine Frage wurde noch gestellt, was ist dein größtes Laster? Wie jetzt zum Beispiel, trinkst du gerne Wein, isst du viel Chips oder Schokolade? Gibt's da irgendwas? Nö, also ich bin halt wirklich ein super disziplinierter Mensch. Das nicht heißt, dass ich mir nicht auch mal eine Pizza gönne oder sowas. Aber sehr selten und nie als Laster würde ich das eigentlich nicht bezeichnen. Mein Ding ist halt wirklich, dass ich so ein Workaholic bin. Das ist so mein Laster, ganz ehrlich. Mhm. Gibt's da eigentlich manchmal Diskussionen mit deiner Frau, auch wenn sie dich natürlich viel unterstützt, aber kann ja trotzdem mal sein, dass sie sagt, mach doch mal ein bisschen weniger. Und ja, ist tatsächlich so. Also als ich sie kennengelernt habe, da haben wir natürlich noch nicht zusammen gewohnt und da war es halt so, wenn ich zu ihr gefahren bin oder wenn sie zu mir gekommen ist, habe ich das Handy ausgemacht und dann war halt Partner-Time. Da war ich für sie da. Und das ist jetzt, wo wir zusammen wohnen, hat das gewechselt. Sobald wir zusammen gewohnt haben, weil es war nie mehr, wir haben uns verabredet und haben ein Date, sondern wir sind halt und sie ist halt da und trotzdem gucke ich nebenbei ständig aufs Handy. Das ist tatsächlich ein großes Problem, das im Griff zu kriegen. Und auch jetzt, wenn ich Vater-Tochter-Zeit habe, nicht ständig aufs Handy zu gucken, wenn sie irgendwas macht und ich gerade irgendwie Langeweile habe. Das ist schon natürlich ein Thema immer, ja. Versuch halt mir feste Zeiten zu machen und jetzt bewusst zu sagen, jetzt ist mal der Laptop aus. Und das klappt meistens, aber nicht immer. Du bist ja jetzt nun, kann man sagen, sehr, sehr erfolgreich auf YouTube in der Fotografiebranche in Deutschland. Was jetzt, gut, man guckst du viel auf Zahlen eigentlich? Das ist jetzt mal so eine Frage zwischendurch. Nee, überhaupt nicht. Nee, also ist es dir egal, sag ich mal, wie viele Leute dir folgen? Hauptsache, du kannst ein paar Leute glücklich machen. Also ich habe diese Antwort schon öfter mal gehört, dass es Leuten tatsächlich eigentlich gar nicht um die Zahlen geht, wie viele Leute ihnen folgen, sondern es macht sie schon glücklich, wenn sie 2-3 Leute irgendwie weitergeholfen haben. Also als ich angefangen habe, haben mir einer und meine Mama gefolgt, dann meine Mama, meine Ex-Freundin und es wurde dann immer mehr. Aber ich kann nicht sagen, dass mir das jetzt mehr gibt, dass mir jetzt 150.000 Leute folgen statt 5 oder 10 oder 100. Überhaupt gar nicht. Zumal die ersten halt auch die nettesten waren natürlich. Klar. Also, oder nur nette waren, ja, jetzt ist es gemischt. Ich muss natürlich davon leben und mehr Follower heißt, ich habe höhere Einnahmen mittelfristig, das ist so. Aber ich poste auf Instagram auch öfter Sachen, wo ich weiß, die kriegen nicht viele Likes, weil mir das wichtig ist, dass ich auch poste, was ich möchte. Und auch bei Videos weiß ich natürlich, dass nicht jedes, sonst würde ich nur Reviews machen, sonst würde ich nur Sony-Reviews machen, weil die am meisten Aufrufe kriegen, natürlich. Echt, ja? Okay. Also entweder schimpfen über Sony und dann Review machen quasi. Das sind die am meisten Reviews, am meisten Aufrufe kriegen. Aber nein, das mache ich nicht. Ich mache bewusst auch Videos, wo ich weiß, die bringen nicht viele Aufrufe. Also die ganzen Tutorials, die bringen viel weniger Aufrufe. Das ist okay. Gut, dann werde ich in Zukunft nur noch Sony-Reviews auf diesem Kanal bringen. Nein, aber ich wollte mich eigentlich auf die Frage hinkommen. Gibt es was für dich, was du jemandem raten würdest, der jetzt mit YouTube anfangen möchte, wo du sagst, das bringt eigentlich am meisten? Oder
bereust du irgendwelche Fehler, die du am Anfang gemacht hast, ja, und wo du zu jedem sagen würdest, ja, mach das bloß, ja, nicht? Ja, das ist auch alles nicht neu, das habe ich alles schon in irgendwelchen Videos natürlich schon mal gesagt, deswegen kann ich es hier auch nochmal zusammenfassen. Also, das Wichtige ist sicherlich, sei du selbst, verstell dich nicht, weil das fliegt immer auf und du wirst ja irgendwann auch nicht zufrieden sein mit deinem eigenen, mit deiner eigenen Arbeit. Wenn du sagst, du willst das langfristig machen und das soll dein Lebensinhalt werden, weil nur dann wirst du erfolgreich werden, wenn es dein Lebensinhalt ist, dann musst du du selbst sein und es muss was sein, wo du richtig Bock drauf hast. Versuch auch nicht, was zu finden, was wahrscheinlich erfolgreich ist. Starte jetzt einen Angelkanal, obwohl du gar nicht angelst, weil du denkst, Angeln ist der neue Trend, wird wahrscheinlich nichts. Weil du nicht mit dem Herzen dahinter bist und die Leute merken das ja, die sind ja nicht doof. Das ist mal das eine. Was ich am Anfang viel falsch gemacht habe, ist, ich habe gesagt, ich bin Fotograf und ich mache Videos. Nein, ich bin YouTuber, ich mache Videos und die Videos müssen gut sein, weil jetzt noch viel mehr als früher natürlich, weil es viel Konkurrenz gibt, die gut ist. Selbst wenn die als Fotograf besser oder schlechter ist, spielt gar keine Rolle. Wenn die besser filmen, wenn die interessanter schneiden, wenn die spannendere, lustigere Videos machen, weil die erfolgreichsten YouTuber, die sind in der Regel nicht gute Filmer, aber die sind unterhaltsam auf irgendeine Weise. Die bieten irgendwas, was halt viele Leute sehen wollen. In der Regel sind die schräg und verrückt, aber auch nicht alle. Es gibt auch welche, die sehr seriös und ruhig sind, die dann aber durch irgendwelche anderen Qualitäten überzeugen. Also finde deine Nische, wo du denkst, dass du dein Ding gefunden hast, was auch immer das ist, dein Hobby oder was. Und nimm das Ganze als ernstes Business im Sinne von lerne vernünftig zu filmen, kauf dir eine vernünftige Kamera, kauf dir vernünftigen Ton, lerne vernünftig vortragen etc. Das Ganze. Nimm das Ganze ernst, als Ganzes. Und nicht nur, du bist Angler und erzählst über das Angeln und egal wie das aussieht. Da würdest du unheimlich viel Potenzial verschwenden. Und irgendwann kommt jemand anders, der auch angelt, nicht so gut wie du, der aber besser filmt und der zieht dich dann total ab. Würdest du, also, oder anders gefragt, wo kommt die Kreativität her, immer wieder neue Videothemen zu finden? Gut, das ist ja nicht wirklich kreativ, weil die meisten Themen sind ja nicht kreativ. Sony bringt eine neue Kamera raus, ich mache ein Review dazu. Ich gehe mal wieder Sonnenaufgang fotografieren, ich mache ein Video zu Sonnenaufgang fotografieren. Also da ist gar nicht so viel Kreativität dabei, wie viele sagen. Ich bin nicht kreativ, ich bin ein Informatiker, ich bin echt ein Informatiker. Das heißt, du sagst auch selber, wenn du jetzt mehrmals einen Sonnenaufgang fotografieren gehst, wiederholt sich dann quasi das Thema und du erzählst dann dasselbe und ja, du bist nur an einem anderen Ort, ja, und willst einfach nur die Zuschauer mitnehmen und zeigen, hey, ich genau, bin hier und dort. Deswegen mache ich nicht andauernd Sonnenaufgang-Tutorials, sondern dann wäre das ein Mitnehmen-Video, wie ja, wir das nennen, und ich stelle den Ort vor und die Situation und die Stimmung und so weiter und nicht nur, und gibt vielleicht auch einen Tipp dabei. Aber das Video heißt denn nicht, meine 7 Tipps für Sonnenaufgang und, ja, und 3 Wochen später meine 5 Tipps für Sonnenaufgang und dann 3 Wochen später meine 5 Tipps für Sonnenuntergang. Ja, das wäre dann schnell langweilig. Also, falls ihr mal selber einen YouTube-Kanal starten wollt, jetzt habt ihr die Tipps gehört, die wichtigsten. Du hast fleißig mitgeschrieben, ne? Ich habe fleißig mitgeschrieben, ich brauche das alles, ja, ich brauche die Tipps. Naja, da muss ja jeder sein eigenes Ding finden. Ja. Guck dir 10 erfolgreichsten YouTuber an, die sind 10 völlig verschiedene Leute. Auf jeden Fall. In verschiedenen Branchen, aber die sind alle driven, die sind alle total getrieben. Ja. Und das ist das Entscheidende. Ja, ich glaube auch so ein bisschen die Kontinuität ist das Wichtigste, ja, ne? Dass du halt auch wirklich wöchentlich 1-2 Videos mindestens halt rausbringst und dass die Leute halt auch immer wieder was Neues von dir sehen, weil wenn mal einen Monat nichts von dir kommt, dann vergessen die sich halt auch schnell. Ne? Dann ist wirklich, wenn du von der Bildfläche verschwunden bist, dann... Mhm. Vom Algorithmus kannst du schweigen, ne? Ja. Ja. Hast du feste Upload-Tage? Außer die Visa-News ist klar. Die Visa-News ist halt fix, genau. Ja, ich versuche freitags und sonntags, dann ist die Woche so ein bisschen gleichmäßig verteilt. In der Regel halt eben dann Dienstag, Freitag, Sonntag, ja. Jetzt nochmal zum Abschluss. Wir kommen langsam zum Ende. Und am Ende stelle ich immer ganz gerne so ein bisschen Zukunftsfragen. Über deine persönliche Zukunft sprechen wir gleich noch. Ich würde ganz am Anfang nochmal fragen, wie siehst du die Fotografie in Zukunft? Mhm. Weil wir haben vorhin auch schon, als die Kameras noch aus waren, so ein bisschen darüber gesprochen. Jetzt kommt in der Bildbearbeitung immer mehr AI dazu. Ist das gut, ist das schlecht? Auch die Fotografie, vielleicht auch selber die Kameras entwickeln sich immer weiter. Mhm. Was denkst du, wie wird Fotografie in 10 Jahren aussehen? Ich glaube, die wird eher so ein bisschen retro werden. Also es wird natürlich, die künstliche Intelligenz wird immer mehr ein Thema sein, es wird immer einfacher, ein Foto zu sein. Es wird aber immer weniger Spaß machen. Wenn ich einfach irgendwo hingehe und sage, oh, alles doof hier, ich mache mal irgendwie den Magic Button und plötzlich habe ich ein tolles Foto, dann habe ich ja keine Befriedigung. So wie ich vorhin schon sagte, die schönsten Erinnerungen, die schönsten Momente sind die, wo ich drum kämpfen musste. Ja. Und nicht die Sachen, die ich geschenkt bekommen habe. Wenn ich jetzt, wir fahren jetzt runter, ich gewinne im Lotto 1 Million, dann sage ich, ja klar, freue ich mich. Aber wenn ich über mein Geschäft 1 Million mache, freue ich mich viel mehr über die gleiche Million. Das ist die gleiche Million. Und obwohl es viel schwieriger war, freue ich mich da mehr drüber.
Und das ist bei Fotos genauso. Deswegen denke ich, dass die meisten Leute, es wird sich einfach ein bisschen spalten, Leute, die halt irgendwie, Hauptsache ich habe ein tolles Foto und Hauptsache ich kriege Likes. Und die Leute, die eher wieder vielleicht nicht analog filmen, aber klassisch bleiben und Sachen halt eben wirklich filmen wollen. Mhm. So wie es halt Leute gibt, die irgendwie in den Park fahren und Tiere schießen, die ihnen jemand da hinstellt. Und Leute gibt, die halt richtig jagen oder angeln in einem Teich, wo Karpfen ausgesetzt werden und dann angeln, wo sie halt wild sind und so weiter. Es wird beides geben. Das heißt, du glaubst, dass quasi durch diesen Fake-Hype, nenne ich es jetzt mal so, dass dadurch wieder irgendwann ein Hype kommt für mehr Authentizität quasi? Ja, okay. Mehr Retro. So wie Schallplatten irgendwie immer noch jetzt wieder sind. Geil sind. Ja. Ja. Aber dann die Anschlussfrage, glaubt ihr, dass das Bild eines Berufsfotografen vielleicht dadurch leidet? Weil natürlich Agenturen wollen vielleicht dann doch eher den epischen Sonnenuntergang sehen. Und es wird dadurch, dass es so einfach wird, wird es wahrscheinlich günstiger. Mhm. Und dann haben die Leute, die halt eigentlich richtig mit Leidenschaft dabei sind, dann gar keine Chance mehr, oder? Ja und nein. Ich meine, du kannst jetzt auch Stockfotos für 3 Euro kaufen. Also viel billiger ist dann auch egal. Ob es dann 3 Euro oder 1 Euro kostet, ist egal. Teuer ist es ja nur dann, wenn man einen Fotograf irgendwo hinschicken muss. Und dann will man in der Regel die Wirklichkeit abgebildet haben. Es wird aber so sein, dass immer mehr Leute Fake-Fotos abliefern und dass die Werbebranche noch perfekter wird, als sie jetzt schon ist. So wie halt alle Models perfekte Zähne, perfekte Haut, perfekte Haare haben, wird es mit Landschaft auch so sein. Und dass unser Gefühl für was ist normal oder was erwarte ich von einem Hochglanzmagazin, das wird sich ein bisschen, wie bei Models auch, ein bisschen verschieben, leider, ein Stück weit. Aber das ist was die Hobbyfotografen sogar besser liefern können als Berufsfotografen. Und ich bin sowieso der Meinung, sage ich ja schon lange, der Berufsfotograf ist tot, ist falsch, aber überwiegend tot, weil halt inzwischen jeder gute Fotos machen kann. Und das wird einfach noch einfacher. Und dementsprechend wird es noch schwieriger für Fotografen. Ja. Und da meine ich aber jetzt Fotos, die man leicht nachbearbeitet hat, was aber auch leichter ist. Ne? Auch weil die Kamera hat mehr Dynamikumfang, ich muss keine Belichtungsreihe mehr machen. Sie hat einen eingebauten ND-Filter, ich muss kein Equipment mehr mitschleppen und so weiter. Ne? Mhm. Also aber es wird einfacher werden. Wo du wahrscheinlich hin wolltest, ist, wird das überhaupt irgendwann überflüssig, so raus in die Natur zu gehen? Es gab einen anderen Podcast mal, da haben die auch drüber gesprochen, wo es hieß, naja, in Zukunft können wir alle unsere Bilder einfach rendern, dann bestimmen wir den Bildaufbau, dann wollen wir den Felsen so. Es ist die Frage, hat die Fotografie dann wahrscheinlich noch in dem Sinne eine Berechtigung, wenn sowieso nicht mehr klar ist, ist es jetzt Realität, ist es das nicht, kann das überhaupt so sein? Ja. Was sich wahrscheinlich ändern wird, ist, wir sehen im Moment Fotografie so ein bisschen so, ich mache ein Foto und poste das auf Instagram. Und deswegen fotografiere ich. Und das macht vielleicht keinen Sinn mehr, weil die Hälfte der Bilder da sowieso am Computer erstellt wurde. Das kann natürlich sein. Aber das ist ja eigentlich auch nicht der Sinn von Fotografie. Und von so her, für mich, ich gehe fotografieren, um die Natur zu erleben, um Grund zu haben, hierher zu kommen. Und für Fotos, an denen ich selbst Freude habe. Und das ändert sich in 10 Jahren nicht. Nee, das sicher nicht. Das deswegen, stimmt. Also es wird sich sicherlich einiges ändern, aber vor allem für Instagram. Ich glaube nicht für mich persönlich, für mich beruflich wahrscheinlich schon, aber nicht für mich persönlich, warum und wie ich fotografiere. Es ist ja deine Motivation, warum du das machst. Ja. Genau. Okay. Aber dann daran angeknüpft, wenn du selber sagst, es ändert sich beruflich für dich. Was glaubst du, verändert sich beruflich für dich? Was glaubst du, musst du in Zukunft ändern, damit du als Fotograf beruflich davon leben kannst? Das weiß ich nicht, weil ich nicht als Berufsfotograf lebe. Von so her ist es immer ein bisschen schwierig, wenn ich sage, mach doch das und das und jetzt guckt das jemand, der Hochzeitsfotograf macht oder jemand, der Produktfotos macht oder der jemand. Das ist immer ein bisschen schwierig. Ich bin halt YouTuber und das wird sich sehr viel ändern. Auch deswegen, weil Kameras und Software so mächtig geworden ist. Ich mache jetzt viel Kamera-Reviews. Mache ich das in 10 Jahren noch? Nein, glaube ich nicht. Mhm. Weil, who cares? Wer macht jetzt noch Fernseh-Reviews? Gibt es wahrscheinlich auch, keine Ahnung, gucke ich nicht. Mhm. Also weil die so vergleichbar austauschbar sein werden und alle so furchtbar gut, dass es eigentlich keine Rolle mehr spielt. Bin ich der Meinung. Und deswegen werden wir uns entwickeln müssen. Wir prüfen ein paar Sachen, wir experimentieren auch mit ein paar Sachen. Aber wir werden eine andere Art von Videos machen in 10 Jahren. Aber es ist ja generell so, dass man sich als Selbstständiger sowieso alle paar Jahre neu entwickeln oder neu erfinden muss. Ne? Heutzutage schon, ja. Also es war ja... Ich nehme mir immer gern die Corona-Pandemie so ein bisschen als Beispiel dafür. Da war es, also ich hatte zum Beispiel das Glück, ich hatte Online-Produkte, ich konnte meinen Online-Markt dadurch ein bisschen ausbauen sogar. Mhm. Aber viele, und nicht nur in der Fotografie, sondern generell viele Selbstständige, mussten neue Wege finden, um Geld zu verdienen, um überhaupt überleben zu können. Mhm. Und
Ich glaube, das ist so ein 5 bis 10 Jahre Zyklus, wo man das sowieso machen muss. Nicht in allen Berufen natürlich, aber ja, das wird sich sehr viel ändern nächstes Jahr mit künstlicher Intelligenz, mit allem, was dazu gehört, mit 3D-Druckern etc. Also unser Leben wird sich, wenn wir mal zurückdenken vor 20 Jahren, als ich studiert habe, war IT nicht anders als jetzt, ganz ehrlich. Also wir sind ein bisschen moderner, aber im Grunde, mein Laptop ist halt ein bisschen schicker, aber es war ein Laptop, den hatte ich vor 20 Jahren schon, das hat sich ja nichts geändert. Ja. Mein Handy kann jetzt mehr als mein damaliges Handy, aber es ist eigentlich nur ein kleiner Laptop. Und die nächsten 10 Jahre wird sich die Welt total verändern. Also total, glaube ich. Nicht hier an diesem Ort, aber alles drumherum schon. Mhm. Auch die Geschwindigkeit, mit der das alles abläuft, ne? Ja. Also das eben, glaube ich auch. Wir sind gestern 5 Stunden im Auto gesessen und selbst gefahren, das machen wir 10 Jahre nicht mehr. Das fährt selbst. Ja. Und dadurch fahren wir aber viel mehr. Und was heißt denn das? Wie verändert denn das unser Leben, dass wir überall hinfahren können und einfach im Auto schlafen können? Ja. Führt zu noch mehr Verkehr. Wahrscheinlich zu noch mehr Verkehr, aber der ist dafür viel effizienter, weil keiner mehr Unfälle baut und alle elektrische, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja. Aber es wird sich unglaublich viel ändern. Kommen wir zur letzten Frage, die ja eigentlich auch darauf aufbaut. Wo siehst du dich denn selber in den nächsten Jahren? Was steht bei dir an? Was hast du so vor? Hast du überhaupt Pläne für mehrere Jahre? Ja, gibt es natürlich auch eigene Videos zu. Ist tatsächlich so, ich mache so einen rollierenden 5-Jahres-Plan. So, mein Big Picture so quasi, die großen Sachen, die ich machen will in den nächsten Jahren, dann mache ich halt natürlich auch meine Jahresplanung, die ich auch kontinuierlich anpasse. Also klar, dieses Jahr sowieso wegen Corona haben wir natürlich alles durcheinander gewirbelt. Doch, also ich habe natürlich ein paar Sachen, die ich in 5 Jahren erreicht haben möchte, ja. Mhm. Das ist tatsächlich so. Aber möchtest du nicht genau drüber sprechen jetzt? Oder genau, sonst gäbe es ein Video dazu. Aber ist es so, dass du im Büro ein Whiteboard irgendwie hast, wo du so deine Ziele auch wirklich aufschreibst und immer wieder visualisierst, dass da möchte ich hinkommen, oder hast du die nur im Kopf? Ich habe sie aufgeschrieben und das ist ganz, ganz, gibt es auch ein Video zu, ganz, ganz wichtig, aufschreiben. Es gibt ja genug Studien, die das belegen. So, ja. Ich möchte mal nach Kanada. Wenn ich das nicht aufschreibe, werde ich da nicht hinfahren. Wenn ich es aufschreibe, dann ist es plötzlich schon mal sehr viel konkreter. Ja. Und ich habe tatsächlich, ich arbeite viel mit Notizbüchern und ich blätter auch mal zurück. Und ich habe, wenn ich ein neues Notizbuch anfange, sind die ersten Seiten immer so ein bisschen so mein Big Picture, dass ich das immer griffbereit habe, so ein bisschen so, was ist wichtig für mich. Es gibt zum Beispiel so diese Idee, man hat 5 Dinge, auf die man sich konzentrieren kann, die einem wirklich wichtig sind und an die man auch öfter denken muss. Und viele Lebensentscheidungen macht man anhand dieser 5 Dinge. Und bei mir steht zum Beispiel drauf, ich möchte ein guter Vater sein. Klammer auf, Ehemann, Klammer zu. Und viele Entscheidungen mache ich. Ich reise nicht so viel, wie ich eigentlich müsste, weil ich dann schlechterer Vater wäre. Mhm. Weil meine Tochter möchte mich halt jeden Morgen, jeden Abend sehen. Und das soll sie auch. Das möchte ich. Das ist wichtig. Ja. Und das halte ich mir oft vor Augen. Stefan, ja, klar, Kanada wäre jetzt cool, aber dann bist du halt 3 Wochen weg und das ist doof für deine Tochter. Ja. Und da sind halt eben solche Sachen drauf. Da steht nicht drauf, ich möchte 1 Million auf dem Konto haben, sondern da steht drauf, ich möchte ein guter Ehemann sein. Und solche Punkte. Die kleinen Dinge des Lebens. Das sind nicht die kleinen Dinge, Ja, anders ausgedrückt, ja, aber die, die kleinen Dinge, die nehmen dem Business irgendwie auch funktioniert. Weil da steht auch drauf, ich möchte gesund und fit sein. Deswegen mache ich, also nicht deswegen mache ich viel Sport, aber es hilft mir Motivation. Ich habe auch Tage, wo ich keinen Bock habe. Und ich bin da aus dem Alter raus, dass ich Profisport mache oder sowas. Aber es ist mir wichtig, dass ich durchtrainiert und gesund bin, nämlich gesund ernähre und so. Weil mir das wichtig ist, weil das ist wichtig für mich. Und dann ist es auch keine Überwindung. Ja. Ja, ich denke, wenn man was aus Überzeugung heraus macht, dann ist es auch viel einfacher. Mhm. Dann muss man sich nicht irgendwie quälen, sondern dann macht man es einfach. So, ich habe mit dem Rauchen aufgehört und das hat Jahre gedauert, weil immer so, ja, ich müsste aufhören und es ist ja eigentlich nicht gut für mich und ich höre mal auf oder ich höre mal für 3 Wochen auf oder ich rauche nur noch nach dem Essen und all diese Dinge. Und irgendwann habe ich gesagt, nein, ich muss halt für immer aufhören. Dieses Klick machen, ich muss halt für immer aufhören, nur dann funktioniert das. Und dann habe ich aufgehört. Das wusste ich gar nicht, dass du mal geraucht hast. Das hätte ich auch nicht gedacht. Das war schon lange her. War das in der Zeit, wo du auch viel Sport gemacht hast? Also du warst ja auch mal wirklich richtig aktiver Sport. Also warst du sogar Profisportler, richtig? Nee, oder? Profi nicht, aber ich bin Marathon in 3 Stunden gelaufen. Das ist schon, da braucht man schon was für. Ja, definitiv. Also so 150 Kilometer die Woche joggen und richtig mit Plan und allem. Also schon ernsthaft, aber Amateur, rein Amateur. Mhm. Also auch nicht, dass ich Rennen gewinne, aber so, dass ich im Aber du warst nicht in der Zeit geraucht? Nee, jetzt habe ich mit 30 habe ich aufgehört und habe später Sport gemacht. Ich bin mit 30 in die Schweiz gekommen und dachte, ich bin ein alter Mann, irgendwie mein Leben ist vorbei. Und ich bin gerade 30 und ich denke, ich bin ein alter Mann. Ja, nee, forget it, die Probleme gehen jetzt erst los. Vielen Dank, du machst uns sehr viel Mut. Nein, ernsthaft, das war total cool. Dann habe ich die Berge entdeckt, angefangen zu wandern und dann war ich also 30 und dachte, ich bin durchtrainiert und fit. Und dann da ziehen die 70-jährigen Leute an mir vorbei, wie mit dir. Das war so ein Augenöffner für mich, weil ich gemerkt habe, nein, nur weil man alt ist, ist man ja nicht alt. Und ich habe noch tatsächlich noch 30, 40 Jahre vor mir, wo ich auch sehr aktiv sein kann, wenn ich nach mir schaue. Mhm. Und dann hat sich sehr viel geändert, weil ich gesagt habe, dann schaue ich auch nach mir.
Ich habe vorher Krafttraining gemacht, ein bisschen Joggen, aber nicht ernsthaft. Also es ist noch nicht zu spät, Stefan. Nein, noch ist es nicht zu spät, ja, ich probiere es. Aus dir kann auch was werden. Auch aus dir kann etwas Schöner werden. Schöner Abschluss. Damit beenden wir diesen Podcast. Ja, erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet eine Menge Spaß und konntet diesen Podcast genießen während der Autofahrt. Es gibt ihn ja auch als Audioversion. Aber natürlich, wenn ihr ihn jetzt gehört habt, immer sei dabei noch gesagt, es gibt ihn auch auf YouTube und da gibt es natürlich auch noch ein bisschen was zu sehen. Von daher die Empfehlung, einfach mal abends, vielleicht irgendwie nach dem Essen auf die Couch setzen, Sonntagabend oder so, wenn man nichts anderes zu tun hat. Wenn man keinen Tatort gucken möchte, dann kann man den Podcast gucken. Ansonsten, danke Stefan, dass du da warst. Schön, dass es geklappt hat. Richtig cool. Ja. Hat zwar ein bisschen länger gedauert. Es war ein bisschen kälter als geplant. Man arbeitet hier nur mit Amateuren zusammen. Ja, das ist auch mal eine Erfahrung, die man machen muss. Ja. Ne? Ja, jetzt habt ihr ja die Messlatte gesehen und beim nächsten Mal macht ihr es dann besser. Und sonst könnt ihr den Sebastian mal mieten und der zeigt euch das mal. Ja, genau. So machen wir das. Ist ja teuer. Also ihr könnt dem Video einen Daumen nach oben geben, falls euch gefallen hat. Ihr könnt auf Spotify und iTunes natürlich auch gerne mal eine Bewertung da lassen. Auf Spotify kann man das? Weiß ich nicht. Ja, auf Spotify kann man nicht mehr. Da kann man gar nicht mehr. Na gut, dann auf Spotify könnt ihr noch hören, aber ihr könnt auf iTunes. Ihr könnt folgen. Das ist das, was ihr auf Spotify machen könnt. Genau. Ja. Und ansonsten natürlich auch bei Stefan mal die Social Media Kanäle abchecken, falls ihr da noch nicht Follower seid. Das lohnt sich auf jeden Fall auch. Und ansonsten würde ich sagen, schöne Weihnachten. Beim nächsten Mal. Schöne Weihnachten. Ja, stimmt. Genau. Das war der letzte Podcast für dieses Jahr. Ja. Genau. Also, macht's gut. Jahr. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ciao. In welche Kamera? Ja, keine Ahnung. Ich gucke mal da. Ich hab da reingeguckt. Oh, haben wir Zeit, ne? Wo wolltet ihr heute noch hin? Egal, gut. Ich hab dich aufgenommen. Oh nein, im Ernst jetzt? Laufen jetzt alle Sachen, alle die Kameras, einmal im Leben mit Profis arbeiten. So. Ich würde aber noch mal kurz eine Pinkelpause machen. Ach Gott, jetzt geht das wieder. Die Konfirmandenblase, kalter Fels. Gut. Nimmst du auch auf? Wir sind wirklich keine Profis. Es ist nicht das, was uns so wahnsinnig sympathisch macht. Diese Authentizität.